Hellblade 2, Gott oder Schrott? Heute im Game Talk. Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Eine weitere wunderbare Ausgabe des Game Talks ist angesagt. Ungewohnt. Ich darf heute euer Fabian sein, kann ich das so sagen? Ja. Also, wenn ich hier an dieser Position sitze. Schönen guten Tag, hallo. Ich darf heute in Abwesenheit des lieben Fabian einmal den Game Talk leiten. Habe ich sonst ja ab und zu mal, wenn mir Papa Ilias so die Schlüssel in die Hand gegeben hat, auch nochmal machen dürfen. Also ich hoffe, dass ich den Wagen nicht kaputt mache, Fabian. Ich gebe ihn dir so gut und halb voll getankt wieder zurück, so gut es geht. Aber das werden wir entscheiden, je nachdem, was wir heute mit dem Vehicle Game Talk anstellen wollen. Erstmal Anton, schön, dass du da bist. Ja, hallo Gregor. Danke für die Einladung. Ich wollte schon sagen Debüt, aber das stimmt ja nicht. Du warst doch schon mal hier im Game Talk als Mitreder, oder? In Game Talk Spezials war ich schon mal dabei. So? Ich durfte dabei sein, um mir massig Hass aufzuladen, indem ich Lieblingsspiele kritisiere. Ja, und ja. Da das so hervorragend funktionierte, bin ich jetzt hier, um euch auch die normalen Folgen, in denen euch Hass abzuzapfen. Ich glaube, du kannst dich darauf einrichten, du wirst Hass auch ernten. Du musst nicht Lieblingsspiele kritisieren, einfach nur irgendetwas kritisieren. Ja, wunderbar. Kriege ich hin. Dann siehst du das auf mich? Ich mag dieses Spiel. Egal, denn wir wollen heute natürlich uns freundschaftlich die Hand reichen und nur positiv über Spiele. Ja, ja, ja. Wer nichts Gutes zu sagen hat, muss nichts Gutes sagen. Walle, schön, dass du da bist. Hallo, ja, ich bin seit langem auch mal wieder da und heute tatsächlich auch eher in Mission des Hasses, den ich entweder auf mich ziehe oder den ich vielleicht sogar verteile, mehr dazu später. Aber ich möchte ganz kurz ein Wort noch dazu sagen, warum ich lange nicht mehr da war, weil irgendwie, habe ich überhaupt viel weniger von dem, was so rauskommt, immer bei Release gespielt. Von daher konnte ich auch gar nicht euch da draußen irgendwie die handfesten Infos immer direkt, wann man sie braucht, auch geben. Deswegen hätte das gar nicht so viel Sinn gemacht. Plus, dass ich so ein bisschen das Gefühl in den letzten ein, zwei Jahren bekommen habe, dass ich alles, was die Leute lieben, nicht mag und alles, was die Leute nicht mögen, total mag und deswegen irgendwie ja auch gar nicht mich so als den mit der guten Empfehlung gesehen habe. Aber jetzt sitze ich mal wieder hier und jetzt habe ich auf jeden Fall eine handfeste Meinung zu einem gerade erschienenen Titel. Ich bin auch sehr gespannt. Also ich habe auch den Titel, den wir ansprechen. Wir können eine kleine Vorschau geben auf die Sendung. Heute wird sich natürlich sehr vieles um Hellblade 2 drehen. Das Microsoft-Exclusive. Ich will immer Xbox-Exclusive sagen, aber ist es so exklusiv, wenn es auch auf PC rauskommt? Nee, eben ist Microsoft. Ja. Passt sehr gut. Auch wenn, egal ob PS5 oder Xbox, ist PC-Technik drin. Also auch relativ egal eigentlich. Ne? Nur irgendwie, wie ist die Echse geschrieben damit? Dann, dass er auf der entsprechenden Plattform läuft. Aber ich habe auch Hellblade 2 gespielt und durchgezockt sogar. Also da werden wir uns hauptsächlich damit beschäftigen. Aber wir haben noch ein paar kleinere Spiele hier mit dabei. Anton, du hast ein paar Indie-Games mitgebracht, unter anderem, über die wir quatschen werden. Heute ist auch, wo wir das aufzeichnen zumindest, das Review-Embargo durch für Paper Mario 2, die Legende vom Äonentor, die Switch-Neuauflage des GameCube-Klassikers. Da habe ich tatsächlich auch noch mal ein bisschen Footage gecaptured und ein paar Vergleiche. Ich habe das GameCube-Original ausgepackt, direkt aus seinem Thron runtergenommen und verglichen jetzt mit der neuen Version noch mal ein paar mehr Details für euch. Und ein paar besondere Sachen noch. Wir haben noch erfahren, dass jetzt relativ spontan während der Show wohl ein neuer Elden Ring DLC-Trailer kommt. Was einmal ganz gut ist, dass er nicht direkt nach der Show kommt. Ja, wirklich. Also werden wir versuchen, wir werden den hier hoffentlich in der Premiere dann gucken und euch unsere Reaktion dann wieder geben können. Und ich habe, wenn da noch Zeit sein sollte, ein kleines Special mit euch beiden vor, weil in der Runde fand ich das Thema Horror-Games und Spaß am Gruseln. Ganz interessant, das mal so ein bisschen durchzudiskutieren, weil wir alle, glaube ich, mit Horrorspielen zu tun haben, aber auch gewisse andere, wie wir da rangehen. Und wenn da die Zeit sich anbietet, vor allem, weil Hellblade ja auch eigentlich ein Horrorspiel ist, ne? In vielerlei Maße kann man da vielleicht dann irgendwo mal die Brücke schlagen. Hellblade 2, lass uns gleich mal damit einsteigen. Und wer der Regie, könnt ihr mal den zweiten Clip mal abspielen? Das ist der aktuellste Trailer, einmal um kurz mal einzusteigen für die Leute. Ich habe auch selber ein bisschen Footage gecaptured und aufgezeichnet. Hellblade 2, natürlich der Nachfolger zu Hellblade Senua's Sacrifice, glaube ich, hieß der erste Teil. Vor etlichen Jahren, 2017, rausgekommen. Ninja Theory, das Theme, das Team, was vorher hauptsächlich ziemlich ausgearbeitete Action-Games gemacht hat. Enslaved, Odyssey to the West, Heavenly Sword, DMC Devil May Cry. Vom Design mag man halten, was man will, aber gameplay-technisch war das ganz stark. Mit Hellblade hatten sie ein bisschen was anderes probiert. Ein kleineres, cinematischeres, involvierteres Erlebnis mit reduzierteren Gameplay-Elementen, was sich zusätzlich noch die Aufgabe gegeben hat, psychotische Störungen abzubilden, ein Krankheitsbild quasi innerhalb Teil
Teil des Spiels zu machen, wovon die Hauptfigur Senua geplagt wird, und daraus so ein Puzzle- und Kampf-Action-Adventure zu machen. Das war damals so ein bisschen gemischt angekommen, würde ich sagen. Mhm. Die Leute, die es abgefeiert haben, fanden es richtig cool. Die nicht damit so zurechtgekommen sind, fanden es nicht ganz so cool. Nichtsdestotrotz, Ninja Theory wird von Microsoft gekauft. Microsoft macht die Taschen ordentlich auf. Mhm. Und schon wird das Hellblade 2 ein Microsoft-Exclusive. Jetzt, 7 Jahre später, ist es da. Und Walle, warum findest du, es ist das beste Spiel aller Zeiten? Nein, Walle, wie viel hast du bisher gespielt? Und was denkst du bisher? Also in Stunden kann ich schwierig sagen, weil im Microsoft Store wird das immer nicht angezeigt. Das finde ich irgendwie bei Steam viel angenehmer. Schade ist es, ja. Aber ich würde tippen vielleicht so 5-6 Stunden, vielleicht ein bisschen mehr, weil ich sehr langsam spiele. Ich meine, anderthalb Mal durchgespielt, wollte ich fast sagen. Genau, also jeder weiß ja, ich interessiere mich auch doch immer für Grafik und gute Texturen und so. Und das hat das Spiel auf jeden Fall zu bieten. Ich kann schon mal das positive Fazit ziehen. Es ist eine der besten Tech-Demos, die ich bisher gespielt habe, um direkt so ein bisschen fies reinzusticheln. Nein, es sieht ganz großartig aus und deswegen habe ich mich da auch ordentlich umgeguckt. Deswegen habe ich, glaube ich, ein bisschen länger gebraucht für Passagen, als man eigentlich brauchen würde, wenn man es ein bisschen straighter durchzieht. Mhm. Aber nach deiner Einschätzung, du hast es ja durch, bin ich so vielleicht knapp über die Hälfte. Würde ich sagen, ja. Wir haben uns ein bisschen ausgetauscht da und ich will dir nicht zu viel vorwegnehmen, weil die Story natürlich da relativ wichtig ist. Wir haben verschiedene Clips mal vorbereitet. Wir können gerne auch erstmal das Gameplay, was ich mitgebracht habe, dann mal ein bisschen was dazu zeigen. Das sind so ein paar aneinandergereihte Szenen von verschiedenen Elementen aus dem Spiel, hauptsächlich aus dem früheren Kapitel. Ich werde jetzt nicht groß auf die Story eingehen wollen, aber das ist das Einzige, was das Spiel so groß richtig zu bieten hat an Spannung, und das sollte man nicht zu sehr vorwegnehmen. Anton, kannst du kurz mal sagen, ist das ein Spiel für dich und hast du Verbindungen zum ersten Teil? Ja, weil die Antwort auf beides ist ja. Ich habe Hellblade 1 erst vor wenigen Wochen das erste Mal durchgespielt, wurde mir wärmstens empfohlen und ich... Also gut, wärmstens ist jetzt vielleicht bei der Thematik nicht ganz das richtige Wort, aber man hat es mir empfohlen. Für einen spaßigen Abend, ne? Ja, genau, mal für was Leichtes, was Snackables zwischendurch. Und ich habe es dann auch relativ zügig durchgespielt. Es hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Also ich war schon von der Soundkulisse direkt von Beginn total eingenommen, wie dieses alles so um einen herum murmelt und so herumwabert, hat mir total gut gefallen. Hast du Kopfhörer benutzt? Ich habe Kopfhörer benutzt, genau. Ich habe... ich habe eine Schwäche für Rätsel dieser Art, so der Anschein von Komplexität, obwohl es eigentlich gar nicht komplex ist, genau da fühle ich mich wohl, das kriegt mein Hirn halbwegs hin. Und ich mag es dann auch, das war jetzt der Vorteil, ich habe das gespielt und konnte mich dabei mehr oder weniger unterhalten, habe so einen gewissen Feedback-Kanal, konnte dann halt immer Theorien aufstellen und dann weiterspielen und mir so auch meine Pausen rausnehmen. Und ich will den zweiten auf jeden Fall noch spielen, wobei ich mich schon frage, was kommt jetzt? So, weil der erste ist als Paket fertig geschnürt und jetzt, was machen sie im zweiten? Weil Gameplay war jetzt nicht die große Stärke. Was gibt's an neuen Mechaniken? Passen die dann da rein? Welche Geschichte werden sie jetzt erzählen wollen? Also, ich habe ein paar Zweifel, aber ich bin optimistisch. Okay, also ich kann es schon mal sagen, bei mir ist wirklich ewig lange her, dass ich den ersten gespielt habe zum Launch damals und ich kann mich mehr... Also weniger an konkrete Inhalte, sondern mehr an Gefühle erinnern, wie mich manche Teile dann so zurückgelassen haben. Ich fand, als jemand, der auch durchaus gerne cinematische Spiele spielt und ein Videospiel muss nicht unbedingt die ausgearbeitetste Gameplay-Komponente haben, wenn du das eine Narrative verlebst. Ich spiele ja auch Visual Novels und andere Sachen ganz gerne. Ja. Hier ist es so, dass beim ersten Hellblade hat sich bei mir viel so ein bisschen Alibi-mäßig angefühlt. Ja. So Kampfsystem, normalerweise Ninja Theory sind echt gut, was Kampfsysteme angeht, und das war doch sehr arg rudimentär, so von wegen Ausweichen, Blocken, Kämpfen und sowas. Man ist immer wieder so gleiche, gut aussehende Konfrontation geschleudert worden. Oh, das war eine schöne Szene übrigens. Und du hattest darüber hinaus eine Rätselkomponente, die du angesprochen hast, Anton, die häufig im ersten Teil daraus bestand, du bist in der Umgebung und musst dann Positionsrätsel machen. Irgendwie finde die richtige Stelle, um zu gucken, damit sich ein Muster aus der Flora und Fauna irgendwie da so bildet. Und ich fand das irgendwie fast schon eher... Nerv mich nicht so sehr damit, lass mich doch mehr auf den Rest konzentrieren, weil das war nicht so geil ausgearbeitet, als ob ich jetzt lieber so ein Action-Adventure-Marke Legend of Zelda oder so spiele. Von dem, was uns jetzt hier erwartet, und Walle, du kannst gleich dann da mit einsteigen,
man war sich ja lange Zeit nicht so ganz sicher, was bedeutet Hellblade 2 konkret. Du hast ja gesagt, Anton, die hatten ja schon so ein Paket geschnürt, innerhalb auch storytechnisch. Da ging es ja im ersten Teil darum, dass Senua, sie als Person wird von diesen psychotischen Störungen geplagt. Das bedeutet, dass sie ständig Stimmen im Kopf hört, die quasi Selbstzweifel nähren oder irgendwie so negative Emotionen da auslösen, als ob du zwei Kommentatoren dann hinten drin hast. Und das hat man im Spiel dann so gemacht, du hast diese Stimmen tatsächlich gehört. Wenn du Kopfhörer auf hattest, waren sie auch immer in deinem Gehörgang dann nochmal drin. Und da ging es darum hier, sie wollte den Tod ihres Liebsten, glaube ich, ungeschehen machen und ist dafür auf eine Reise gegangen. Hier wird die Geschichte von Senua anders weitergeführt. Sie hat eine neue Mission sozusagen. Ihr Volk wird von Sklaventreibern versklavt und sie lässt sich freiwillig mitnehmen, um in der Heimat der Sklavenhändler quasi für die Freiheit ihrer Leute dann zu kämpfen. Das ist zumindest kurze der Ausgangspunkt. Frage. Genau, wann hast du das verstanden? Am Anfang, als ich noch, glaube ich, die Untertitel anhatte, bevor ich sie ausgemacht habe. Mhm. Aber ich meine, es ist schon am Anfang, es wird ja klar, so diese Sequenz auf dem Schiff direkt, womit das Spiel losgeht, dann erzählt sie das ja auch nochmal. Mhm. Wobei, wenn man dann zu sehr mit anderen Sachen beschäftigt ist, so oft wird es dann nicht immer wieder erwähnt. Genau. Vielleicht habe ich es ein bisschen verpasst durch dieses ganze, doch ja, der tolle Audio-Feature, was Teil 1 schon gut gemacht hat, macht auch Teil 2, finde ich, das ist für mich das Highlight, dass dieses Spatial Audio und dass diese Stimmen die ganze Zeit dazwischen quatschen, nervt auch viele, kann ich auch verstehen, aber das finde ich sogar noch gut. Allerdings lenkt das ja auch teilweise ab. Und ich glaube, ich habe ein bisschen das, was du gerade sagst, verpasst, weil ich bin nach 5 Stunden immer noch so ein bisschen unterwegs, so, aber was genau ist dein Ziel? Also klar, ich habe das schon auch verstanden mit diesen Sklavenhändlern, aber es ist doch recht vage die ganze Zeit und wird eben mit, ohne zu viel vorwegzunehmen und überhaupt, ich will ja auch nichts spoilern, aber es wird ja sehr viel mit Göttergeschichten und nordischer Mythologie connected. Und das schreibt mich mehr in die Verwirrung, als dass es irgendwie wirklich klar macht, was ihre persönliche Motivation ist. Ja, also da ich es durchgespielt habe, ich habe so, denke ich, halbwegs einen guten Griff noch über die Story. Wenn jetzt ein paar Wochen vergangen wären, hätte ich das meiste wahrscheinlich längst verdrängt, was da passiert ist. Aber ich bin da bei dir. Es ist ein bisschen schwierig, dem Ganzen zu folgen, nicht zuletzt wegen dieser Umsetzung der psychotischen Störungen mit den Stimmen dahinter. Ich habe mir natürlich die volle Packung gegeben und dann das mit Kopfhörern gehört. Ja. Und ich finde es auch eine hehre Absicht von den Entwicklern, mal auch wirklich Charaktere mit einem Krankheitsbild zu zeigen, von dem auch nicht so viele Leute dann betroffen sind, also auch Repräsentation in Spielen. Als jemand, der nicht davon betroffen ist, fand ich es teilweise echt enorm anstrengend. Ich will mich jetzt auf Story konzentrieren, teilweise, wenn du Cutscenes gehabt hast, wo Dialoge mit anderen Leuten sind. Und ich kann mich nicht darauf konzentrieren, was die anderen Leute sagen. Selbst mit den Untertiteln, die über den ganzen Bildschirm hin und her fliegen, wenn du die ganze Zeit hast, wird es ein bisschen knifflig, wenn immer diese Stimmen dir da im Ohr hinterherhängen. Könnte man jetzt aber natürlich behaupten, dass sie dann vielleicht ihr Ziel ein bisschen erreicht haben, wenn du sozusagen fühlst, so, boah, das ist ja anstrengend, vielleicht wollten sie ja zeigen, oh, das scheint anstrengend. Okay, wenn das, müssen wir mit den Entwicklern mal quatschen, was ist konkret deren Ziel gewesen, weil ist das mein Ziel, wenn ich mir ein Videospiel hole, womit ich dann meinen Abend verbringen möchte? Also normalerweise kann ich mich auch länger bei so Spielen hinsetzen, aber ich musste das echt aufteilen über mehrere Abende, weil es einfach so anstrengend dann gewesen ist. Und absolut, wie gesagt, Nachvollziehbarkeit und Respekt und allem drum dran. Ich habe eben dieses Krankheitsbild nicht und weiß nicht, inwiefern sich Leute da fühlen. Will ich ein Videospiel spielen, um dieses Krankheitsbild zu spüren? Ist das etwas, was auf die Narrative oder die Charakterentwicklung einzahlt? Du bist ja noch nicht, du hast ja gesagt, bei welcher Stelle du da ungefähr bist. Ich habe lange Zeit so nach einer Verbindung gesucht, wo das Krankheitsbild auch ein bisschen auf die Charakterentwicklung von Senua dann Einwirkung hat. Und es gibt so ein bisschen was, aber es fühlt sich mehr dann an, wir haben das jetzt so reingepackt und eigentlich würden viele der Cutscenes, wo du dann einfach sehr gutes Motion Capturing und Schauspiel hast und mal eigentlich ruhige Momente brauchst, wo so der innere Monolog, du den nicht hören kannst, wo du dir vielleicht selber Gedanken machen kannst. Und das wird übertüncht immer. Ah nein, der will bestimmt dich anlügen. Nein, pass auf, oh, du hast jetzt Angst. Ah, sie hat Angst, schau dir das dann an. Immerhin, als ob wirklich zwei Let's Player mir gerade genau erklären, was ich da gerade sehe die ganze Zeit. Und das ist dann schon ein bisschen kontraproduktiv. Wir reden jetzt kreuz und quer hier so ein bisschen drumherum. Ich wollte nur sagen, hier von der Story her, wir haben ein neues Setting. Und es hatte sich im Vorfeld allgemein so ein bisschen der Gedanke dann gefestigt, weil dann nicht konkret darauf angegangen wurde, ist das jetzt vielleicht jetzt mit der größeren Entwicklungszeit, mehr Budget von Microsoft, wird das ein anderes Spiel als das erste Hellblade. Nicht nur so, es ist nicht so häufig gefallen, ab und zu mal hier und da, aber natürlich, du hast mit God of War eine große nordische Mythologie-Serie bei Sony, die gerade sehr Gameplay- und Story-fixiert ist. Und nicht, dass das ein gleiches Spiel wie God of War werden soll, aber vielleicht eine schöne Alternative oder mal hier, nordische Mythologie geht auch anders hier. Ninja Theory kann Gameplay sehr gut.
ich kann jetzt sagen, wo ich es durch habe, nee, es ist Hellblade 1 mit besserer Grafik und einem Konzept, was schon gemacht wurde und wiederholt wurde. Mhm. Ja, da kann ich mich dir nur zumindest bis an den Punkt, wo ich gerade bin, anschließen. Ich hatte mir ehrlich gesagt erhofft, dass sie, wo der erste dann doch bei vielen sehr gut angekommen ist, aber auch die gesagt haben, hey, aber da geht eigentlich mehr, gerade Gameplay-mäßig war da nicht so viel drin, dass sie gerade da ansetzen und sagen, okay, das overhaulen wir. Und ich finde, das haben sie beim Kampfsystem schon auch geschafft. Das fand ich beim ersten wirklich frustrierend und nervig. Ich hätte keinen dieser Kämpfe gebraucht, zumindest so, wie er in der Form im ersten war. Im zweiten, finde ich, sind die knackiger. Irgendwie, es gibt eine bessere Mechanik auszuweichen. Du hast nicht die ganze Zeit das Gefühl, dass zu viele Gegner gespawnt werden und du irgendwie in eine Wand geglitscht wirst, wie im ersten das auf dieser Brücke und so, falls ich da, wenn jemand daran erinnert, am Ende sehr der Fall war. Das haben sie auf jeden Fall besser gemacht. Aber gerade, du hast auch schon diese Positionsrätsel angesprochen, die der erste hatte. Und da gibt es ja Spiele, die machen das vor, wie es in geil geht. Wie Viewfinder zum Beispiel. Was wir, wann kam es raus? Ich glaube, letztes Jahr hatten. Das ja eben komplett darauf aufbaut und sich auch natürlich sehr viel damit beschäftigt hat, wie macht man das in geil. Und wenn sie schon wieder die gleiche Rätselmechanik einbauen wollen und sich dafür entscheiden, dann hätten sie sich da, finde ich, ein bisschen was abgucken können. Ja, sie ist ein Ticken besser als im ersten, weil im ersten hatte ich in Erinnerung, dass das sehr, du musstest das sehr pixel-perfect hinbekommen und das hat sich daran besonders blöd angefühlt, dass du das Gefühl hattest, Moment mal, ich hab doch, mein Kopf hat doch dieses Rätsel schon gelöst, ich stehe doch hier an der richtigen Stelle, warum will das Game mich das nicht akzeptieren? Ja. Das ist tatsächlich im zweiten wesentlich besser, da gibt's, wenn du so ein bisschen schräg da stehst dann und dann den Focus-Button drückst, dann fügt sich das schon alles so. Aber die sind nicht herausfordernd, die verlangen dir gar nichts ab, die sind, das erste ist noch nett, aber, und das zweite vielleicht auch noch, aber dann wiederholt sich's und du denkst so, ja, ich hab's gerafft, könnt ihr mir nicht irgendeine neue Mechanik mal geben, irgendwas, was entweder herausfordernd ist oder was eine klare Verbindung auf einer metaphorischen Ebene zu dieser Story hat. Das hat für mich auch keine Verbindung. Und dann kommen später noch die mit diesen komischen Balls, die man in so Vorrichtung tun muss und diesen komischen Wasserblubberblasen, die man dann aus der richtigen Perspektive angucken muss, wo ich sagen muss, auch das hat für mich absolut gar nichts mit irgendwas zu tun. So. Das ist einfach nur da, um da zu sein und ist dann noch nicht mal gut. Also es macht, finde ich, also aus meiner subjektiven Wahrnehmung, keinen Spaß. Ja, ich musste dabei bei vielen Teilen beipflichten und so weiter. Mhm. Also ich habe auch darauf gehofft, dass wir viel weniger von den Perspektivenrätseln bekommen, weil das war irgendwie so etwas so, oh, das ist eine nette Idee für ein Rätsel, dann passiert es auf einmal x-fach wieder im ersten Teil. Ja. Du sagst, oh, Moment, das ist alles. Und so, und hier haben sich immerhin die Mühe gemacht, noch ein bisschen so, weiß nicht, ob man das Soul Reaver oder solche Spiele nochmal als Vergleich machen, mit so unterschiedlichen, wo sich Umgebung verändert, wenn du Schalter benutzt oder in verschiedene Dimensionen reingehst, dass du einerseits diese Positionsrätsel hast, aber auch Schalter umlegen, eine Brücke öffnet sich irgendwie so. Und dann wird das, je weiter du spielst, diese Sachen werden mehr miteinander kombiniert und verwoben, dass es nicht besser per se wird, wenn du das so bezeichnen möchtest, sondern länger und involvierter. Na, also sowieso gegen Ende hin, wenn dann diese Passagen gekommen sind, ich habe gerade nicht eine halbe Stunde hier herumgejuckelt und es lag dann mehr daran, wenn ich bei diesen Rätseln gewesen bin, nicht, dass es so super schwierig gewesen ist, aber du wirst dann ja eingesperrt erstmal in diesem Bereich, damit du nicht durch den halben Level wieder läufst, um diese Position zu finden, aber trotzdem, wo kann ich jetzt hinlaufen? Kann ich auf diesen Vorsprung hochklettern? Ja. Weil alles so realistisch und hübsch ausschaut, war ich auch ein bisschen teilweise, kann ich da entlang? Wo finde ich noch den richtigen Weg? Ständig, ja. Was hier, da, wenn du die Stimmen dann nochmal erwähnst, das hilft tatsächlich ein bisschen gameplay-mäßig, weil sobald die aufhören zu sprechen, weißt du, dass du in der falschen Ecke unterwegs bist. Genau. Sobald die wieder anfangen, okay, jetzt habe ich wieder was richtig gemacht. Stimmt, das hat mir total geholfen. Und sie kommentieren ja sogar manchmal so, ah, she's right, oder irgendwie sowas, dass du dann weißt, ach, okay, ich bin hier auf dem richtigen Pfad. Das ist auf jeden Fall ganz cool, dass sie die Stimmen, also das finde ich auch ein bisschen besser als im ersten, dass sie die noch mehr mit Gameplay connecten. Aber du sprichst da schon was an, was mich auch tierisch fast schon, ja doch, sehr enttäuscht hat, weil die Welt sieht gut aus und auch gerade diese Nummer will ja immersiv sein. Und dann arbeiten sie aber mit ganz vielen unsichtbaren Wänden, aber an so Stellen, wo quasi eigentlich nur ein kleiner, dünner Ast im Weg ist, wo du denkst, so jeder Depp könnte da einmal drüber steppen, vor allem jemand, der irgendwie so actionreich kämpfen kann. Das ist aber nicht der richtige Ast. Nein, du musst da links vorbei. Hm. Und das wird dir nicht so klar mit so Color-Coding wie in anderen Games irgendwie klar gemacht.
Und so mehr du das feststellst und so mehr du dumm gegen eine unsichtbare Wand gelaufen bist, bist du frustriert. Und jetzt nur kurz als Gegenbeispiel ein Spiel, was ja auch, zwar ein ganz anderes Spiel, aber was auch sehr immersiv sein möchte, ist Red Dead Redemption 2. Mhm. Und wie haben die Map-Grenzen gelöst? Da sind dann die Berge ein bisschen zu hoch und du willst da irgendwie hochreiten oder hochklettern mit deinem Charakter. Und dann rutscht der irgendwie aus und rutscht so den Berg runter. Weißt du, dann haben sie wenigstens noch eine Animation, um zu zeigen, hier geht's nicht weiter. Und es fühlt sich eben immersiv an, dass hier die Grenze ist. Und du fühlst dich nicht so, ach, das ist gamey, hier will das Game mich nicht durchlassen. Mhm. Ich kann da gleich noch mal ein bisschen was dazu ergänzen. Aber das, Anton, was du bisher gehört hast von den ganzen Sachen, du hast das erste Spiel jetzt ganz so präsent. Wie klingt das für dich an spielerischen Updates bisher? Mau klingt das, ehrlich gesagt. Also eine Frage, die sich mir jetzt ein bisschen aufdrängt, die ich euch auch gerne nochmal stellen würde. Ich fand im ersten das Gameplay schon nicht toll. Mhm. Das war ja auch nicht der Fokuspunkt, den Ninja Theory sich da ausgesucht hatte. Aber ich fand, sie haben eigentlich den Flow ganz gut getroffen. Also ich hatte das Gefühl, okay, jetzt habe ich ein Perspektivrätsel gehabt, jetzt kommt mal wieder ein Kampf, jetzt entdecke ich ein neues Gebiet, jetzt kriege ich vielleicht sogar mal wieder eine Cutscene. Also ich wurde eigentlich ganz gut unterhalten, weil sie selber wussten, okay, wir können jetzt nicht Kampf an Kampf an Kampf rein, das macht nicht so viel Spaß. Wir müssen schon versuchen, zumindest mit denen, mit dem Potpourri, mit diesen vier Zutaten, die wir haben, immer mal wieder was Neues davon reinzubringen. Mhm. Und das klingt jetzt für mich ehrlich gesagt so, als ob es im zweiten Teil nicht nur die gleichen Zutaten gibt, sondern als dass sie es auch nicht so gut hinbekommen haben, das durchzumixen miteinander. Ich kann dir nicht den Vergleich mit dem ersten Teil bieten. Mein Eindruck wäre jetzt einfach, von meiner Erinnerung her, daran, dass es sehr ähnlich von der Mischung ist. Die versuchen schon mal, wenn du mal eine längere Sequenz hast, sehr viel besteht eben aus Stick nach vorne halten. Ne? Ja. Weil währenddessen wird dann, du siehst die geile Grafik, du drehst vielleicht ab und zu mal um. Senior macht übrigens immer exakt das Gleiche. Wenn du sie mal von vorne anschaust, also, weil das alles tolles Motion Capture. Ja, sie ist sehr beeindruckt von der Umgebung, wie wir es auch sind. Die machen sich schon die Mühe, oh, jetzt kommt ein Rätsel, wenn ein Rätsel zu lange dauert, vielleicht nochmal eine Kampfsequenz dazwischen, dass diese Abwechslung da ist. Ich habe trotzdem das Gefühl gehabt, trotz der kurzen Länge insgesamt, wenn man die Stunden wohl dann zusammenzählt, ich muss mal gucken, wie lang dann jetzt die Let's Plays oder so werden. Also, mich würde es nicht wundern, wenn es bei 5 oder 6 Stunden bei manchen Leuten landet, die nicht so schwer vom Begriff sind wie ich bei manchen Sachen hier. Aber es hätte auch durchaus ein bisschen knackiger sein können. Ja, okay. Eine Handvoll Elemente, Walle hat ja nochmal diesen bisschen anders gelagerten Rätsel da erwähnt, dass es nicht nur, stell dich hin in die Perspektive, dann daraus wird. Du hast schon ein bisschen das Gefühl, dass er hier mehr da ist. Und dadurch, dass du auch innerhalb der Story tatsächlich mehr Gespräche mit anderen Personen hast, oder richtige Cutscenes und so dabei sind. Okay. Ja? Genau. Es gibt mal Menschen, die mit dir reden. Das finde ich richtig toll. Ja. Ja. Ja, das ist auch schon mal was. Wo ich den Untertitel wieder angemacht habe, um zu gucken, wie heißen die eigentlich so richtig, weil mit der Aussprache war schwierig. Oh ja. Kurz ergänzt, nur in Englisch vorhanden das Spiel, also in der Sprachausgabe. Bisher nur in Englisch, weil das wirklich auf dem Punkt, die haben hier so ein ganz spezielles Verfahren aufgenommen, mit im 3D die Sounds zu machen und das ist schon ziemlich großartig gemacht. Das ist wirklich einfach der Aufwand, der da reingegangen ist. Du kannst deutsche Untertitel reinmachen, aber ich glaube, es hätte wahrscheinlich Ewigkeiten gedauert, wenn sie in jeder Sprache dann nochmal das Audio so aufgenommen hätten. Kurz zum mit der Welt, was du erwähnt hast, Walle, hast du ab und zu mal in den Fotomodus geschaltet? Ja. Ich wollte mal sehen, ist da wirklich irgendwas vielleicht nur Video oder nicht? Und alles war Echtzeit, wo ich dann hingeschaltet habe, was ganz geil ist. Das ist wirklich. Aber du konntest dann teilweise auch ein bisschen so die Immersion dann brechen, wenn du einer Katze in den Fotomodus angemacht hast und dann rausgegangen bist, dann siehst du zum Beispiel, oh, außerhalb des Bildes sind schon die Charaktermodelle geparkt, die dann in die nächste Katze reingezogen werden. Das habe ich gar nicht gesehen. Also finde ich okay, weil wenn es nur der Fotomodus ist in Ordnung. Ja, genau. Ich fand es aber lustig, dass man dass du es überall auch machen kannst und dass die gesagt haben, hey, es ist echt Zeit. Ich habe es bei den Rätseln auch mal versucht, weil dann konnte ich mal über die Tore hinwegfliegen mit der Kamera und gucken, ob mir das vielleicht hilft. Ja. Aber bei den Positionsrätseln hat es mir nicht viel geholfen. Okay. Du kannst aber mit den Umgebungen da einigermaßen viel da anschauen. Da muss ich kurz einhaken, nur weil der Fotomodus ist übrigens sehr gut. Es ist einer der detailliertesten, den ich hier gesehen habe. Du kannst so viel einstellen und das macht natürlich bei der guten Unreal Engine 5 Grafik auch wirklich Spaß, wenn man eh so auf sowas steht. Das will ich nur kurz loben, um auch mal was zu loben. Du hast ein kleines Beispiel rausgesucht für das Rätseldesign, wo du nochmal drüber quatschen wolltest. Das können wir gerne machen. Genau. Ich kann mal kurz hier von meinem Laptop, habe ich eine Kleinigkeit gecaptured. Das ist jetzt schon ein späteres, so in der Mitte vom Game. Da hört man auch nochmal die Stimmen und sieht auch unten, wie die Untertitel quasi die Stimmen im Kopf darstellen. Dann eben je nachdem, auf welchem Ohr sie liegen, sind sie auch entsprechend links oder rechts dargestellt. Und ich will das nämlich gar nicht zu lange zeigen, deswegen spule ich mal rein, nur um zu zeigen, was
hier sehen wir so eine Blase und da fokusse ich jetzt rein mit LT oder RT auf dem Xbox-Controller und dann verändert sich die Welt. Jetzt ist dieses Ding, diese Tröte da irgendwie von oben nach unten gegangen und dann ändern sich immer so Wege. Vorher war da ein Stein, jetzt ist da kein Stein mehr und das Ding ist, das ist aber nur Trial and Error. So, also du machst es quasi nur, guckst, was hat sich verändert, ach, jetzt kann ich da durch, dann gehst du da durch, dann guckst du die Blase wieder von einer anderen Richtung an und dann kannst du den Gang wieder zumachen und ein anderer macht sich wieder auf. Ja, mein Punkt ist, das ist zwar irgendwie, wenn du mir das einmal serviert hättest, hätte ich gesagt, oh, nette Idee, cool und so, aber das wiederholt sich halt eben ständig und ist absolut unkomplex und eher irgendwann ein bisschen nervig, weil du eher denkst so, ja, lass mich halt einfach da durchgehen, warum muss ich jetzt sechsmal diese komische Blase angucken und warum ich hier diese Blase zeige, ist, die macht, also warum gibt's da eine Wasserblase? Vielleicht kommt das noch später, vielleicht bin ich nicht weit genug, vielleicht wird das noch begründet, weil ich hab tatsächlich bei einer Sequenz gestern Abend geendet, wo die Blase dann irgendwie in klein irgendwie doch eine Rolle gespielt hat und ich kann mir vorstellen, dass noch mehr Begründung kommt, warum so ein Wasserbuppel. Aber am Ende muss ich sagen, und das reicht auch schon übrigens fürs Rätseldesign, hier sehen wir so ein Positionsrätsel, habe ich in der richtigen Richtung auf die Blase geguckt, muss ich kurz sagen, der erste war es für mich schon und der zweite ist es für mich Teil 2. Für mich fast, kann ich das in einem Wort so ein bisschen zusammenfassen, und zwar auf der Story-Ebene. Es ist prätentiös Teil 1 und prätentiös Teil 2. Vielleicht bin ich da auch zu assi, aber ich habe eben, was Singleplayer-Kram angeht, zuletzt sehr, sehr viel mich mit dem Remedy Connected Universe beschäftigt und hatte sehr, sehr viel Spaß mit Alan Wake 1 und 2. Und dem kann man das, wenn man sich, wenn man nur Alan Wake 1 irgendwie einmal durchgespielt hat, kann man dem das auch erstmal vorwerfen. Aber wenn man sich da wirklich tief reinfuchst, kann man wirklich viele coole metaphorische Ebenen finden, die ich beim besten Willen bei Hellblade 1 nicht gefunden habe und jetzt zumindest auf dem halben Weg bei Hellblade 2 auch noch sehr vermisse. Und da möchte ich gleich auch gerne noch über diesen Part der Darstellung der psychotischen Störung gerne reden. Denn gerade das fand ich sehr enttäuschend. Kannst du gerne gleich mal ergänzen. Ich würde da noch mal rein, was die Narrative und so weiter angeht. Die Story ist schon in Ordnung. Wo ich sie durchgespielt habe, ich fand ein bisschen lasch das Ende, muss ich persönlich zugeben. Oder so, also so von wegen, welchen charakterlichen Weg macht Senior mit, ein bisschen schade, auch wenn ich das Originalspiel nicht mehr so im Kopf habe, Anton, das hast du ja nochmal ein bisschen präsenter jetzt hier. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass Senior als Figur im ersten Teil auch einen Weg beschritten hat und an einer Stelle angekommen ist, wo es eine potenzielle Änderung gibt. Und jetzt ist sie wieder unterwegs und hat die Stimmen die ganze Zeit im Kopf und alles, die da ähnlich ist. Vielleicht entspricht es dem Krankheitsbild, dass man nicht wirklich dann irgendwie so eine Heilung oder sowas dann da finden kann. Also die haben ja auch hier wieder mit Experten dann entsprechend zusammengearbeitet. Aber so wie die Story verläuft, ich habe mich hier auf einen visuellen, audiovisuellen Trip begeben, nennen wir es mal so. Und es ist eben grafisch mitunter das beste Spiel, was ich auf einer Xbox- oder Allgemeinkonsolenplattform gesehen habe, durch den Fokus auf die Gesichtsanimation, das Motion Capturing, Photogrammetry in der Umgebung, was die Texturen angeht. Das sieht schon ziemlich Hammer aus. Und das ist etwas, was man wirklich dann auch im Spektakel und teilweise auch im Splatter- und Ekelfaktor, der da drin ist, die haben schon richtig krasse Sachen, die sie da zeigen. Die Story selbst ist nicht spannend genug und nicht interessant genug, dass ich die nur dann geguckt hätte. Vielleicht hätte es besser funktioniert als ein 1,5-Stunden-Film, aber dann wäre es auch ein okayer Film am Ende gewesen. Und das Gameplay selber hat jetzt nicht da so die Kohlen aus dem Feuer geholt. Es ist tatsächlich meines Erachtens das ideale Game Pass-Spiel, weil so, wenn du das im Abo-Service dann mit dabei hast und da ein paar Nachmittage oder Abende dir das mal angucken möchtest und mitnehmen willst, ist schon in Ordnung, aber wenn ich dafür bewusst jetzt mir, ich glaube, der Preis liegt bei 50 Pfund, wahrscheinlich 60 Euro, wenn man es so kaufen wollen würde, digital only, dann aktuell im Moment, da hätte ich mir auch schon gedacht, also dafür bin ich mir nicht sicher, ob ich das unbedingt dann ausgeben möchte. So habe ich es ganz gerne mitgenommen und mich an der Grafik ergötzt. Genau, und da sprichst du auch schon was an. Ich würde das so ein bisschen ergänzen. Mit Erwartungshaltung ist ja eh alles, was man dann am Ende davon hält. Und ich komme gleich noch eben auf diese Psychosennummer, was man da, wenn man weiß, okay, die haben sich voll mit Experten zusammengesetzt und wollen das irgendwie krass beleuchten, dann hat man da ja eben, haben sie ja eine Erwartungshaltung in die Richtung geschaffen. Aber jetzt generell, was man sich vielleicht, wenn man sich überlegt, ey, ich habe mich eigentlich drauf gefreut, was kann ich mir von dem Spiel erwarten, würde ich halt wirklich, ohne dass ich das fies meine, aber schon sagen, man muss so ein bisschen etwas ausführlicheren Walking Simulator erwarten. Also ein Walking Simulator hat ja üblicherweise kein Kampf-Gameplay, aber eben schon das, was so ein Vanishing of Ethan Carter vielleicht auch macht,
plus halt ein paar Kämpfe. Viel mehr anders ist es für mich nicht, was nichts Schlechtes heißt, wenn man das nämlich weiß, weil ich zum Beispiel mochte The Vanishing of Ethan Carter total gerne, weil ich da aber auch wusste, dass das kein komplexes Spiel ist, sondern dass wir eine kurze, knackige Story in einer sehr schönen Welt erzählen und macht das auch nicht mit viel mehr als irgendwelchen Audio-Bits, die irgendwie aus dem Hintergrund echomäßig reinlabern. Und wenn man hier weiß, das ist ich finde, du hast es schön zusammengefasst mit dem audiovisuellen Trip irgendwie. Das ist so eine Erfahrung im Plus eine, ja, ich würde sagen, nicht so super tiefe Story, aber eben doch ein schöner Trip. Dann weiß man ja, worauf man sich einlässt. Und dann, glaube ich, kann man dem Spiel in seinen 6 bis 8 Stunden oder was es dann letztendlich lang ist, bestimmt etwas abgewinnen. Nur ich habe mir irgendwie mehr erwartet. Und das lag an zwei Faktoren. Eben einerseits, dass ich dachte, wenn sie schon ein zweites Spiel machen, dann doch bitte das erste eben wirklich mehr als das und die Sachen, die alle kritisiert haben, ausgebauter. Und ja, eben im ersten habe ich schon sehr kritisiert, dass diese Psychosennummer eigentlich ein bisschen mehr, wie nennt man das? Ja, also sie haben eigentlich mehr versprochen, finde ich, als letztendlich dir das vermittelt hat und auch diesen Menschen, die darunter leiden, dem wirklich gerecht wurde. Und da kann man im zweiten nicht mehr, sondern eher ein bisschen weniger erwarten. Ergänzt gerne. Es ist natürlich ein bisschen absurd, dass ich jetzt was ergänzen will, obwohl ich es nicht gespielt habe. Aber ich habe deine Erwartungshaltung. Genau. Zu dem Punkt wollte ich nämlich auch was sagen. Also nach allem, was ich jetzt von euch mitbekommen habe, ich will es trotzdem noch mal spielen, aber ich habe so den Eindruck, Teil 1 ist deswegen auch so gut angekommen und hat auch für mich so gut funktioniert, da ich nicht wusste, was mir bevorsteht. Ja, und dann kann es einen mitreißen und haut einen um, weil man vielleicht noch derartige Berührungspunkte, derartige Spiele selten bis nie gespielt hat. In meinem Fall war es, dass ich keine vergleichbare Gameplay-Erfahrung vorher hatte oder keine vergleichbare Spielerfahrung. Und der Teil 2 hat natürlich nicht mehr diesen Pilot-Effekt, nenne ich es mal. Also da ist das schon bekannt. Diese Pfade habe ich schon gegangen und brauche jetzt irgendwie auch neue Anknüpfungspunkte, neue Anreize fast schon, dass mich das Spiel aufs Neue begeistern kann, weil es kann mich ja nicht mehr darüber begeistern, dass es mir sagt, ey, guck mal, was wir alles Krasses uns ausgedacht haben. Mhm. Jetzt muss ich ja sagen, ja, kenne ich ja schon, was ihr euch Krasses ausgedacht habt. Jetzt brauche ich ergänzende neue Ideen auf diesem Fundament, was ihr gelegt habt. Mhm. Und die scheint es irgendwie nicht so richtig zu geben, sondern es ist halt wirklich ein klassischer Teil 2, der nicht so viel Neues zu machen scheint, als dass man sagen könnte, wow, was eine Weiterentwicklung. So wirkt es jetzt. Ich hatte es vorhin bei dir auch schon mal erwähnt, weil so was später in der Story passiert, es gibt eine Stelle, wo ich sagen würde, da hat das mit den psychotischen Störungen Relevanz. Ja, cool. Wo du merkst, dass okay, das ist auch Teil des Charakters von Senua und dann verändert sich auch ein bisschen was mit der Wahrnehmung und anderem. Dann ist es aber gefühlt, vielleicht habe ich dann aber auch schon den Faden verloren dann später oder so, je weiter in der Story. Es ist diese eine lokalisierte Szene. Und ansonsten, ganz ehrlich, ich fand es eben anstrengend dann die meiste Zeit über. Ich finde, es hätte viel besser funktioniert von der Narrative, wenn diese Stimmen nicht da wären, weil die bringen nichts wirklich, was auf dem Spiel einzahlt, außer Nachvollziehbarkeit für dieses Krankheitsbild zu geben. Es gibt einen interessanten Kniff, wenn du es durchgespielt hast, um dir neue Durchspielzüge ein bisschen anders zu präsentieren. Ich will nicht verraten, was es ist. Cool. Ich habe ganz kurz drüber nachgedacht. Eigentlich bin ich jetzt erstmal ausgehellblade für die nächsten Hellblade für die nächsten 7 Jahre oder so, bis mal der nächste Teil kommt und genau das Gleiche dann wieder macht. Aber das hätte mir noch mal vielleicht potenziell die Möglichkeit gegeben, das noch mal auf eine gewisse andere Art zu erleben, wenn du durchgespielt hast. Ansonsten aber ist das so ein One-and-Done-Ding, was eben, wo auch viele Leute jetzt noch mal sagen, ich will das nicht als Rechtfertigung abstempeln oder so, weil es ist ein vergleichsweise kleineres Team, Ninja Theory. Team Ninja, das verwechsel ich auch ganz schnell. Ja, es ist, nimm mal andere Streiter aus. Genau, Team Samurai oder so. Team Samurai, ja. Das ist Samurai Pizza Cats. Genau. Nein, Ninja Theory hat auch ein kleineres Team da dran setzen lassen. Ich glaube, die haben ja noch mal betont, hey, wir sind so 70, 80 Leute oder sowas. Aber wenn du was anderes schaffen willst, warum heuerst du nicht mehr Leute an, dass du ein größeres Spiel machst? Oder sagst, wir machen etwas, was dann nicht 7 Jahre dauert. Damit, weil ich glaube, der Großteil dieser 7 Jahre ist in die Grafik reingegangen. Eben. Ja, das glaube ich auch, genau. Und das habe ich mit vielen modernen AAA-Titeln jetzt das Problem oder das Gefühl gehabt, dass so, wir sind an einem Punkt angelangt, wo das so lange aber auch dauert, diese tolle Grafik auf den Bildschirm zu zaubern, dass da aber sehr, sehr viele Ressourcen für reinfließen müssen. Ja, ich bin Grafikfan, aber ich würde manchmal trotzdem selber gerne Abstriche machen und sagen, hey, dann macht's nicht State of the Art, sondern konzentriert euch doch ein bisschen wieder vielleicht darauf, was früher wichtiger war, nämlich
der Kern, das Gameplay und all diese Sachen und steckt nicht alle Ressourcen da rein, weil in einigen Spielen hat sich das für mich in der letzten Zeit so angefühlt, weil ich meine, wir sehen es ja, dass sich alle Entwicklungszyklen einfach verlängert haben. Und ja, brauchst das wirklich am Ende des Tages? Aber jetzt, wir haben jetzt ja schon lange drüber geredet und ich will mal ganz kurz jetzt dazu kommen und ganz kurz zusammenfassen, was ich jetzt eben mit der Kritik an dieser Darstellung der psychotischen Störung meinte. Lass uns noch mal das Trailer-Material laufen, für die Leute, die auch mal inhaltlich noch ein bisschen was sehen wollen. Ja klar, gerne. Aber gerne, füg deine Kritik dann gerne noch mal an. Genau, also das hatte ich vor allem schon am ersten und wir waren ja eben bei Erwartungshaltung, Anton, du wusstest nichts und das war tatsächlich offensichtlich dein großer Vorteil. Ich habe das so ein paar Monate, glaube ich, nach Release gespielt, auch mit einigen Freunden zusammen und wir haben das angeworfen, weil wir eben vor allem davon gehört haben, dass es das so toll darstellen soll. Und das heißt, wir hatten schon eben eine sehr hohe Erwartungshaltung von, wie ja, eine psychische Erkrankung dargestellt wird. Und deswegen habe ich auch eben das Wort prätentiös benutzt. Ich finde, diese ganze Story des Ersten will irgendwo eine Metaphorik aufmachen und Analogien schaffen, die vorne und hinten aber eigentlich plump sind und nicht wirklich aufgehen und dir nicht wirklich mehr darüber erzählen, sondern die Reise einer normalen Trauer- und Abschiedgeschichte erzählen. So, und jetzt möchte ich kurz als Disclaimer auch raushauen. Ich war selber nie von einer Psychose betroffen, deswegen kann ich jetzt natürlich auch nicht für die Betroffenen sprechen. Ich kenne allerdings im privaten Umfeld einige Leute, die eine Psychose hatten. Und deswegen kann ich sehr gut daran zumindest erklären, warum ich das gerne anders gehabt hätte. Und zwar, ich bin auch selber von einer psychischen Erkrankung wie Depressionen betroffen. Und deswegen habe ich schon eine Meinung oft darüber, wie solche Sachen dargestellt werden. Und meine Hauptkritik hier ist, dass sie nicht unbedingt den betroffenen Leuten helfen, was das Thema Stigmatisierung angeht. Und zwar deshalb, weil sie sich für die krasseste Ausprägung einer Psychose entschieden haben. Und das aber kombiniert haben mit super expliziter Gewalt. Also ich weiß nicht, ob euch der Film Split etwas sagt. Der stellt die Krankheit DID, Dissociative Identity Disorder oder auf Deutsch dissoziative Identitätsstörung da und das ist eine andere Krankheit, die aber sehr schnell mit Psychosen oder Schizophrenie verwechselt wird und im Volksmund durcheinander geworfen wird. So, und in diesem Film haben wir eben einen jemanden, der verschiedene gespaltene Persönlichkeiten, die auch teilweise nicht wissen, was die andere macht und eben manchmal die Kontrolle übernehmen. So, der ist aber am Ende der übelst miese Serienkiller-Typ. Und das ist halt für diese Leute, die wirklich diese Krankheit haben, ein Schlag ins Gesicht, weil das sind nicht alles Serienkiller. Die haben halt einfach nur ein sehr komplexes, für ihr Leben beschissenes Problem. Das war aus der Richtung der Betroffenen eine sehr große Kritik an dem Film. Und ich finde, dass auch Leute mit Psychosen diese Kritik an sowohl dem ersten Hellblade als auch an dem zweiten fast noch mehr wegen dieser hardcore-expliziten Gewalt treffen können. Zumal ihr sagt ja schon, das ist eine sehr extreme Darstellung einer Psychose, also die, glaube ich, gar nicht besonders viele Menschen auf der Welt so haben. Denn diese Stimmen sind nicht unbedingt typisch für eine normal ausgeprägte Psychose, sondern da ist es eher so, du hast sozusagen eine Wahrnehmungsverzerrung, irgendjemand in deinem Kopf hat jemand etwas Mieses gesagt, was er nie gesagt hat. Aber es ist nicht so, dass Charakter 1 im Kopf das sagt und Charakter 2 das und Charakter 3 sagt das. Und so wirkt es da manchmal, weil eine Stimme sagt ja manchmal sowas wie ich und eine andere sagt she, tut das und das. Was so ein bisschen nahelegt, dass es verschiedene Charaktere sind, die auf sie einreden. Es ist schon auch möglich, habe mich da jetzt auch nochmal besonders reingelesen, dass das bei einer Psychose in die Richtung gehen kann, aber eben in dieser ends krass ausgeprägten Form. Mhm. Und am Ende muss ich halt eben sagen, wenn euer Ziel wirklich war, dafür Awareness zu schaffen, dass Menschen das haben und darunter leiden, dann habt ihr das nicht wirklich gut geschafft. Aus meiner Einschätzung können ja auch gerne mal Leute, wenn ihr euch da überhaupt in YouTube-Kommentaren irgendwie outen wollt, das ist ja auch ein sehr intimes, privates Ding. Aber natürlich, wenn man das hat, möchte ich mir unbedingt nach dem Release jetzt auch Stimmen von Betroffenen durchlesen, wie euch das geht, wie ihr das fandet. Weil ich muss wirklich sagen, wenn man das sich jetzt so anguckt, kann man zumindest denken, fälschlicherweise, ja, das sind schon irgendwie super kranke Menschen, die irgendwie schnell zu
ausbrechender Gewalt neigen könnten. So. Zumindest, also ne, ich will nicht sagen, das macht das Spiel glasklar, aber es macht auch nicht glasklar, dass viele normale Menschen, die auch im Alltag trotzdem funktionieren, sowas aber auch haben und darunter auch leiden, aber nicht in dieser extrem krassen Form. Und deswegen, ich finde das nicht gut gelungen. Und auch der Erste, und jetzt bin ich auch fertig, der hat ja am Ende, wenn man es durchgespielt hat, ich weiß nicht, ob ihr euch das angeguckt habt, so einen kleinen, dann taucht im Menü ein neuer Punkt auf und du kannst dir so eine kleine Dokumentation der Entwickler angucken, wie sie das eben alles gemacht haben, mit welchen Experten sie was entschieden haben und so weiter und so fort. Und diese Dokumentation ist gut. Die erklärt dir auch so ein bisschen, was sie wollten, aber zeigt dir eigentlich auch, dass das Game ohne diese Dokumentation dir das überhaupt nicht vermittelt. Und zwar eben überhaupt diese Analogien, die sie vielleicht versucht haben, in dieser nordischen Mythologie-Story zu schaffen, die gehen nicht auf. Du kannst dir als Nicht-Betroffener absolut nicht zusammenreimen, wie das vielleicht irgendwie mit diesen Stimmen und der Psychose zusammenhängt. Und da schließe ich mich dann nämlich auch Gregors Kritik an. Das will man dann aber vielleicht auch gar nicht aus so einem Spaßaspekt spielen, sondern dann macht wenigstens klar, wir sind hier ein klares Serious Game. Wir wollen, also ihr, wenn ihr euch damit befassen wollt, spielt unser Spiel und nicht, wenn ihr auf der Couch Spaß haben wollt, gebt 60 Euro aus und spielt unser Spiel. Fairerweise muss man sagen, der Erste hat sehr damit geworben, so wir sind das Psychosenspiel. Der Zweite, also habe ich zumindest kaum mitbekommen, tut das eigentlich gar nicht mehr. Das ganze Trailer-Footage hat sich daran nicht mehr so aufgehangen, sondern hat eben eher viel Atmosphärisches gezeigt, viel mehr in Richtung Narratives, nordische Mythologie-Nummer und eben die tolle Grafik und alles Mögliche. Hat jetzt nicht ständig gesagt, wir sind das Game, was erklärt, was eine Psychose ist. Danke dir für die Perspektive. Ich habe ehrlich in die Richtung noch nicht das konkret nachgedacht. Es ist ja auch mit diesem Krankheitsbild tatsächlich, die Spiele hier sind mein Kontaktpunkt dazu. Und ich hatte im Hinterkopf eigentlich immer, okay, die haben mit Experten zusammengearbeitet, haben sich so damit beschäftigt, aber natürlich, wie das auf Selbstbetroffene dann ankommt oder wie es bei denen ankommt und wie das entsprechend für Repräsentation wirklich ausschaut. Es sind viele verschiedene, glaube ich, Punkte, die bei der Entwicklung von Hellblade und Hellblade 2 zusammengekommen sind, die in verschiedene Richtungen zerren und letzten Endes, was bleibt dann am Ende vom Spiel über? Also ihr könnt gerne da draußen, wenn ihr selber gespielt habt, bitte, schreibt gerne eure eigene Meinung rein, auch je nachdem, ob ihr euch mit dem Krankheitsbild auskennt oder nicht, müsst ihr dann wissen, inwiefern ihr was davon teilen wollt oder nicht. Aber finde ich gut, dass sowas auch nochmal diskussionsmäßig angestoßen wird. Und wie ihr gemerkt habt, wir haben nicht drüber gesprochen, wie viel K und wie viel Pixel drauf gewesen sind und was mit der Framerate und so weiter ausschaut. Übrigens 30 FPS durchgehen, keine Grafikeinstellungen auf Konsole. Auf dem PC kann ich auch gleich nochmal sagen, wenn du fertig bist. Ja, wollte nur mal sagen, wir haben nicht so sehr uns darauf konzentriert, nochmal für die Grafikfans hier gesagt, aber ansonsten, hey, wir werden ja auch hier ein Let's Play haben, Anton. Ja, ist wenn dieser Game Talk online ist, ist auch das Let's Play bereits online. Budi wird das Ding durchspielen. Cool. Nimmt er auf Rocket Beans Let's Play. Interessant. Werde ich auch mal reingucken, weil mich gerade interessiert, was Budi da noch davon hält. Ja, weil ich glaube, Reinke haut uns aufs Maul, wenn ich nicht zumindest noch zwei Minuten über die Grafik spreche. Deswegen hänge ich das wirklich, ich mache es im Affenzahn ganz kurz dran, weil das hat mich natürlich am meisten am Spiel beeindruckt. Ich habe eben schon begründet, ich hätte mir lieber gewünscht, dass sie ein bisschen weniger Fokus darauf und mehr auf die anderen Entwicklungsaspekte gelegt hätten. Aber ich habe eben schon so ein bisschen fies den Begriff Tech-Demo in die Hand, in den Mund genommen. Es ist die Unreal Engine 5 Tech-Demo, die einfach zeigt, was diese Engine, wenn wirklich ein Entwicklungsteam sich dran setzt und daraus ein Spiel macht, was diese Engine wirklich kann, zumindest im linearen Aspekt. Das ist ja eben kein Open-World-Game, deswegen weiß ich nicht, wie das technisch wenn man da die Welt groß aufmacht, noch funktionieren würde. Aber es ist unfassbar krass. Wir haben eben so eine Szene gesehen, wo so ein ganzer See so abläuft, wie in so einem Abfluss. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass auch das Echtzeit war, denn ich habe ja selber schon viel mit der Unreal Engine 5 rumgespielt und da gibt es ein System namens Niagara, was eben Flüssigkeitsbewegungen simuliert in Echtzeit und das sah man da quasi. Das Wasser glitscht nicht irgendwie und auch am Anfang schon, man landet an so einem Strand mit so einem Boot und auch da sieht man schon, wie Wellen quasi nicht durch einen Stein glitschen, wie bisher seit immer bei jedem Game, sondern der Stein verdrängt die Welle quasi auch in Echtzeit oder auch ein Fuß würde das tun oder so. Und das sieht man eben auch da, wo der See abläuft, dass jedes Rinnsal ist genau logisch, wie man das in der echten Welt kennt, wie Wasser sich seinen Weg in die Tiefe suchen würde. Unheimlich beeindruckend, sieht toll aus. Genau das gleiche gilt eben für Texturen, Photogrammetry, Licht, ist alles Lumen, also diese
Raytracing-Technik aus der Unreal Engine 5, die auch unfassbar schöne Lichtstimmung und Atmosphäre damit schafft. Also sie werfen quasi alle guten Techniken der Unreal Engine 5 zusammen und nutzen die wirklich, wirklich toll. Also wer sich für sowas interessiert, dem kann ich aus dem Aspekt eben empfehlen, da mal im Game Pass irgendwie reinzuschauen und es durchzuspielen. Also da braucht sich das Game absolut nicht zu verstecken. Und du hast Performance schon kurz angerissen und das ist jetzt auch mein letzter Satz. Die war sogar auf dem PC gut. Die Unreal Engine struggelt seit jeher mit sogenannten Shader Compilation Stutters, also dass du es eigentlich einmal durchspielen musst, dann ruckelt's und erst bei der zweiten Spielerfahrung hast du eine flüssige Spielerfahrung, was manche Spiele mit einem Pre-Compilation Step, da ist es genau, mit einem Pre-Compilation Step lösen könnten, hat dieses Spiel jetzt nicht sichtbar gehabt, aber ich hatte auch diese Stutter zum ersten Mal nicht bei einem Unreal Engine Game. Ja. Von daher möchte ich kurz als Fazit ziehen, ich hatte eine sehr flüssige Framerate, durchgehend 60 Frames, außer wenn ich gecaptured hatte, ging es mal in die 40er oder so, aber das liegt halt daran, weil ich nicht mit einem externen Device gecaptured habe. Und also das heißt, sie haben es gut gepolished. Da muss ich sagen, guter Release, praktisch keine Bugs, tolle Technik. Was das angeht, kann ich da wirklich eine 10 von 10 geben. Ja, nur 21:9 auf dem PC? Ja, ne? Weil das die Aspect Ratio des Spiels ist. Genau, stimmt. Das hat immer die Blackbars. Ja, richtig, genau. Ja, Bei der Series X hast du die auch die ganze Zeit, keine speziellen Grafikmodi und 30 FPS fix. Verstehe. Ist aber vielleicht auch der Trick, warum es so flüssig dann doch läuft, dass die Blackbars eben viel der Auflösung einfach Genau, es ist nicht irgendwie anamorph oder so, dass es dann gestaucht wird. Das heißt also, es ist wie Resident Evil 4 auf dem GameCube. Ne? Es muss weniger gerendert werden, das heißt also, kannst dich mehr darauf konzentrieren. Ja. Aber ja, wir haben ein bisschen ausführlicher gesprochen über Hellblade 2. Ja, danke für die Zeit. Ja, dafür nehmen wir uns die Zeit. Ich hatte wirklich viel zu sagen dazu und ich durfte es sagen. Das war sehr schön. Danke für die ganzen Perspektiven. Ihr könnt gerne eure Meinung auch noch mal in die Comments ergänzen. Bitte wir machen einen kleinen Break und wenn wir wieder zurück sind, haben wir ein paar andere, buntere Themen, die wir für euch noch in der Hinterhand haben. Bis gleich. Herzlich willkommen bei RBTV Home. Wir brauchen eine Show, wo wir sie alle reinschmeißen. Du machst Schere. Was haltet ihr von Fritjen Gardé? Ja, finde ich spannend. Damit das nicht nur so ein banales Gesabbel wird. Nein, das will ja keiner sehen. Das wird ein Riesenspaß. Gebrochen Blumen und Gras. So, wir sind zurück aus dem kleinen Break und wir haben uns eigentlich nur warm geredet mit Hellblade, muss man sagen, weil wir hatten es angekündigt eingangs der Sendung, Elden Ring DLC, ein neuer Trailer, der gerade in der Premiere läuft. Wollen wir den uns angucken? Jetzt, genau, ich glaube, die Premiere müsste gerade laufen, aber so wie ich YouTube kenne, kann man ja in Premiere auch schon zurückspulen, ne? Ja, ja, du kannst bei YouTube kannst du auf den Laptop wieder spulen. Also mach sie gerne sonst auf dem Laptop an oder wenn das die Regie übernimmt. Genau, ich weiß gerade nicht, vielleicht ist die Regie schon ready. Ansonsten übernehmt ihr gerne, aber falls nicht, mache ich das mal eben auf. Das geht ja auch hier ganz zügig. Genau, check das mal. Ich bin gespannt, was sie dann so zeigen. So lange ist ja auch nicht mehr hin. Ein Monat ungefähr, jetzt, wo wir es aufnehmen. Ende Juni, 25. Juni, 27, ich weiß nicht mehr genau. Bis dahin habe ich noch eine Handvoll Games zum Durchspielen. Oh, perfekt. Oh, perfekt. Oh, na gut, dann. Jetzt habe ich aber hier den Cursor verloren. So, egal, gleich. Gucken wir den abspannen. Den Anfang nochmal. So, genau. Dann leuchtet. Ein Counter. Oh, da ist es. 27. Guck auf dem Fernseher, ich glaube, die Regie hat schon. Die Regie ist schon ready. Achso, die Regie ist schon ready. Perfekt. Spoke of the beginning. The seduction. And the betrayal. An affair from which gold arose. And so too was Shadow born. What followed was a war unseen. Wohl auf diese Paralleldimension dann wohl hin, ne? Ja, das könnte sein, ja. Obwohl das andere Gebiet dann stattfinden soll, weil es soll ja irgendwie dann mit drin verwoben sein und man hat es nicht gesehen, wenn ich aus dem letzten Trailer das beurteile. Mhm. Boah, wie cool sind diese Gegnertypen, diese Feuerschalen, wow. Und das Giraffen? Ich fand die dann aus wie laufende Feuerschalen. Ja, ja. Das war so, als ob die am Giraffenhals nochmal so dranhängen. Ja, stimmt. So wie die Langhälse bei Horizon. Oh, ja, genau. Die Feuerschale reicht noch nicht, der braucht noch einen sehr langen Hals. Ja, aber tolles Design wieder, natürlich.
Darf man zugeben, dass mir die Story ein bisschen egal war bei Elden Ring? Das Setting, was ich rausgegeben habe, war cool und die Gegner. Genau. Aber die Story hat mich ein bisschen wenig interessiert. Ja, mich tatsächlich auch. Setting ist geil. Das Setting ist super gewesen, ja. Ja, hat man George R. R. Martin wirklich gespürt? Ja. Der hat sich hingesetzt und seine zwei Seiten geschrieben. War das? Genau, ich glaube auch. And so kindly, Mikula would abandon everything. Da kannst du die Dimension wechseln, stimmt. Oh, aber das an ist Gameplay Bonfires gerade, hier, ne? Oder? Ah, nee, doch nicht. His golden flesh. Ach so, an diesem Ding, ja, wahrscheinlich. Ich schätze mal, ne? Dass es bestimmte Bonfires gibt, wo du vielleicht dann in die Schattenwelt rein kannst oder so, Zelda-Style. Kann gut sein, ja. Genau einen Monat. Ja, stimmt, genau einen Monat. Ja, Hammer. Ich weiß nicht, ob ich so viel ergänzen kann als zur letzten Trailer-Reaction, die wir gemacht haben. Ich freue mich sehr drauf. Die Trailer geben mir nicht so enorm viel, weil du kriegst jetzt, glaube ich, mir ein bisschen mehr Lore dann ab. Um für die Leute, die sich dann dafür interessieren und die 8 Stunden Lore-Videos fertig machen, die man sich im Nachhinein anguckt, weil man selber sagt, oh, was für ein cooles Design mit diesem Feuerhälsen, die da rumlaufen. Man könnte interpretationsmäßig natürlich einiges daraus sehen. Sind das tatsächlich diese Bonfires oder die Runen-Dinger, das Äquivalent, wo man vielleicht zwischen Dimensionen wechselt? Shadow of the Earth Tree könnte für mich dann auch dann sein, der Schatten des Baumes, überall wo der Schatten ist, da bist du in einer anderen Dimension dann drin. Das wäre ja auch cool. Ne? Dass je nach Tag- und Nachtwechsel du vielleicht dann auch dich dann durchbewegen musst durch den Schatten. Und das wäre wirklich Hammer. Also es würde mich wirklich technisch auch überraschen, das stelle ich mir komplex vor. Also wenn FromSoft das hinkriegt, wow. Weil also die können alles super, nur für Technik sind sie jetzt ja nicht gerade bekannt. Ja. Also war jetzt auch nicht komplett schlecht, aber man ist ja nie state of the art. Aber trifft ja das, was ich eben zu Hellblade gesagt habe, so muss ja auch nicht vielleicht die beste Grafik sein, die haben sich dann halt eher auf die wesentlichen Aspekte konzentriert. From Software kann den Style. Genau, die können einfach den Style, der Artstyle ist halt Hammer. Vielleicht haben sie mittlerweile auch Patches, wo es ruckelfrei auf der PS5 läuft, das wäre das Einzige, was ich wünschen würde. Das stimmt, am Ende wäre wichtig. Nicht so geil. Ich werde spielen, ich habe megamäßig Bock drauf. Ja. Schreibt eure Interpretation auch gerne in die Comments rein. Ja. Ich finde ein bisschen schade, dass wir jetzt gar kein Gameplay gesehen haben, weil so einen Boss hätten sie mir schon teasern können, irgendwie einen coolen Bossfight oder so, hätte ich jetzt zumindest 5 Sekunden hätten mir gereicht, aber da ist ja die Community auch sehr gespalten, manche begreifen das schon als viel zu großen Spoiler und vielleicht haben sie es deswegen auch gerade nicht gemacht. Ja, Gameplay allgemein würde ich aber trotzdem gerne sehen, solche, auch wenn das wahrscheinlich in Engine viel war, was wir hier gesehen haben, nicht alles, manche, glaube ich, der Typ, der da ganz oben steht und im Hintergrund, wo alles ist, das ist auf jeden Fall vorgegangen. Ja, das war viel dann gewesen. Aber ich muss nicht unbedingt dann schon Boss-Designs sehen, aber gebt mir mal ein bisschen so ein Gefühl, irgendwo herumlaufen. So. Ja. Leute, die Trailer machen, ihr dürft durchaus auch gerne mal die Menüelemente einblenden, weil die sind sonst im Spiel auch vorhanden und ihr verarscht keinen, indem ihr die rausnimmt für die Trailer. Ne? Ja, vor allem gerade nicht bei so einem Spiel. Was mit Ausnahme bei Hellblade 2, weil da gibt es keine Menüs. Das stimmt. Das ist nämlich voll. Da gibt es gar keinen HUD. Ja, wahrscheinlich ist deswegen so gut als Dead Space-Fan. Ja, okay, stimmt, kann ich verstehen. Es gibt eine Einstellung, wenn du HDR anmachst bei Hellblade 2, um die Helligkeit des HUDs zu ändern. Und ich weiß nicht genau, was man da eingestellt hat, weil es gibt ja keinen HUD. Ja, stimmt, hä? Vielleicht meinst du im Menü. Das Ding hinten. Subtitles wahrscheinlich. Die Subtitles, ach so. Okay, das könnte sein. Ja, das wird einfach sein. Dann können sie aber Sub statt HUD dann hinschreiben. Genau. Hätte es ein bisschen einfacher gemacht. Schreibt in die Comments und rein, was ihr darüber denkt. Also, wir hatten krasse Horror-Action mit sehr immersivem Design mit Hellblade. Wir haben ein bisschen uns in Elden Ring vertiefen können. Dazu mehr, wenn wir dann hoffentlich irgendwann so zum Launch das mal euch präsentieren können. Mhm. Und jetzt können wir mal ein bisschen kleinere Sachen. Ja, wir haben so ein bisschen bunt gemischt. Ich habe ein bisschen Boomer-Shooteriges gespielt. Du hast ein bisschen Puzzles und Adventures gemacht, Anton. Schön, übliche. Und wie gesagt, ein übergreifendes Thema habe ich auch noch. Du hast ein Spiel, Anton, mitgebracht, unter anderem, das nennt sich
The Legend of the Sky. Und das hat so ein bisschen meine Nostalgie Nervenenden getriggert, sagen wir es mal. Ja, das soll's auch. Das ist exakt das, was dieses Spiel machen will. Es ist ein Point-and-Click-Adventure. Ihr könnt es am Font schon erkennen. Ja, ja. Sich in die Lukas-artzig. Komplett Lukas-artzig. Also wir steuern Sky, die Druidin, die hier im Bilde zu sehen ist, die ein Abenteuer beginnt der ganz klassischen Art und Weise. Ja, erscheint etwas und gibt ihr einen Auftrag. Und für diesen Auftrag muss sie wiederum mit dem Dorfältesten reden. Und Dorfälteste gibt den weiteren Auftrag. Und so kommt man von Stöckchen auf Steinchen. Und auf einmal hat man das Inventar voller Schladderadatz, mit dem man nichts anzufangen weiß. Und versucht irgendwie herauszukriegen, was in dieser Welt überhaupt los ist und wie man sich jetzt von A nach B so ein bisschen tasten kann. Ich habe jetzt die erste Stunde gespielt. Und oder die ersten anderthalb bis zwei eher so ein bisschen. Also so ein bisschen an den ersten größeren Punkt, würde ich sagen, bin ich vielleicht angekommen. Und man muss einmal dazu sagen, das Spiel hat keine Sprachausgabe. Also das ist natürlich ein großer Aderlass irgendwie, mit dem man mittlerweile selbst in den wahrscheinlich retromäßigsten Point-and-Click-Adventuren irgendwie vertraut ist. Das hat sich einfach sehr etabliert. Das ist aber, es ist halt ein kleines, also ein Mini-Team, was das gemacht hat. Ich bin zu dem Spiel gekommen über einen Ping bei Twitter, weil jemand aus der Rocket Beans Community daran auch mitgewirkt hat und die Mucke beigesteuert hat, wenn ich das richtig gerade noch im Kopf zusammenpuzzle. Und dann habe ich einen Key darüber bekommen, habe es mir mal angeschaut. Und abseits von dieser Sprachausgabe hören wir gerade die Musik schon dudeln. Die ist sehr gelungen. Der Style ist halt gelungen, wenn man auf dieses ziemlich oldschoolige Zeug steht. Und die Rätsel, und das ist ja das Entscheidendste an der ganzen Geschichte natürlich, bisher treffen sie sehr mein Humorzentrum. Also du hast so ein kleines Lächeln immer mal wieder dabei, wenn du die richtige Kombination findest. Ich hatte schon eine Stelle, wo ich mir gedacht habe, Jesus, was für eine Scheißidee. Also im Sinne von, wie gemein seid ihr denn bitte, dass ich auf diese kleinen Details jetzt hier zu achten habe, um mir das irgendwie zusammenzupuzzeln? Weil es dann, ich will es natürlich jetzt nicht komplett vorwegnehmen, aber es ist so klassisch, es bombardiert dich wie so eine Textaufgabe mit 1000 Zahlen. Und dann gibt's aber eine Mechanik, die du einfach nur mit dem Auge ausmachen musst. Und dann kannst du es dir massiv vereinfachen. Also so ein bisschen habe ich mich erinnert gefühlt an die an das Spiel mit den Daumen oder also mit den Fingern aus Monkey Island 2. Achso, wie viele halte ich hoch? Ja, genau. Und wie viele habe ich dann eigentlich gemeint? Und da habe ich natürlich direkt wieder in wohliger Nostalgie in der Wohnung rumgebrüllt, weil es gemein gewesen ist. Also wie damals quasi. Es sieht auf jeden Fall nach was aus. Ich bin ja sowieso riesengroßer Fans von LucasArts und Lucasfilm Games Adventures gewesen. Day of the Tentacle, best game ever made. Oh ja. Immer noch so rausgeben. Für mich macht es ja auch das Writing und die Rätsel viel aus, ob ich solche Sachen mache. Es reicht mir nicht mehr so ganz nur, diesen alten Stil zu imitieren, weil du auch so viel im Indie-Bereich bekommen hast und sogar auch von den Originalentwicklern. Thimbleweed Park ist jetzt auch schon ein bisschen her. Ja. Ne? Aber das hat schon ein bisschen so diese ganzen Knöpfe schon gedrückt vor langer Zeit bei mir, dass das nicht alleine dann ausreicht. Was ich hier meine, erkannt zu haben, oder zumindest, es wird sehr viel von LucasArts referenziert, was bestimmte Locations angeht. Ja, ja. Sag, okay, sieht das nicht aus wie das Büro bei Zack McCracken? Habe ich diese Location nicht schon mal dann gesehen? Nicht, dass es übergepaust ist oder so, aber man kennt so die Perspektiven so ein bisschen, dass da vielleicht die als Urfassung genommen wurden und dann hat man seine eigene Interpretation drüber gemacht. Wir drücken euch die Daumen, ja, also wir sind sehr gespannt darauf, je nachdem, wenn das Final mal da ist und wir kriegen Booty vielleicht auch noch dann das zu spielen. Ja, aber also dazu kann man nochmal sagen, wenn ich mich gerade nicht täusche, auf Steam gibt es eine kostenfreie Demo, die man nicht runterladen kann, falls man es einfach mal ausprobieren möchte. Und sonst ist das, glaube ich, auch schon fertig. Also das kann man schon komplett durchspielen. So cool, ja. Und wie gesagt, ich habe jetzt so den Anfang ein bisschen mitgenommen, war recht angetan von der ganzen Geschichte. Wie es sich dann vielleicht nachher auch noch entfaltet oder ob es vielleicht irgendwann zu sehr zu einem reinen Retro-Trip wird, das würde ich dann mal bei der nächsten Gelegenheit als Wasserstand so ein bisschen durch. Also mit der Maus spielst du das Ganze mal, weil für manche Leute ist vielleicht auch wichtig, so Steam Deck geeignet oder nicht. Von wegen, weil bei Point-and-Click-Adventures ich mich nicht die Maus mit dem Analogstick bewegen, vielleicht Touchscreen benutzen. Ja. Das würde das Erste sein. Aber das ist natürlich, das will man einem kleinen Indie-Team nicht auch noch irgendwie an die Backe drücken. Ja. Ja. Also, ich habe es mit Maus und Tastatur gespielt. Steam Deck, keine Ahnung. Kann ich nicht so sagen. Aber Gregor hat es gerade schon gesagt, das Writing muss dann halt auch einfach stimmen, so dass es dann damit steht und fällt es schon. Und wenn das gut ist, habe ich auch tatsächlich Bock, mal wieder einen Klick zu spielen. Es ist halt total klassisch, ne? Also, man kann jetzt hier, es ist jetzt, glaube ich, auch nicht wie
sagen wir mal, der Zeitgeist im Point-and-Click, dass du dir jetzt vielleicht schon einen ganz großen Meta-Humor raussuchst, oder ich denke jetzt an hier an den neuen Monkey Island-Teil, der ja schon auch noch mal neuere Mechaniken und auch eine leicht andere Erzählweise vielleicht sogar mit reingebracht hat. Das kann man hier nicht erwarten, das war nicht das Ziel und ist auch meiner Ansicht nach legitim. Aber wenn man eben wirklich diesen klassischen Weg mit dem Augenzwinkern mag und das einfach noch mal ein bisschen reintauchen will, das ist super. Es ist das alte Daedalic-Prinzip von Leuten, die Monkey Island gut finden. Ne? Das hatten sie ja früher auch auf den Packungen draufstehen. Da ist ja nichts Verwerfliches dran. Ich muss jetzt gerade, wo wir diese Diskussion hatten, kurz nochmal an Harold Halibut zurückdenken, wo ich mich auch noch nicht ganz wieder daran getraut hatte. Hattest du mal was davon gesehen, Walle? Nee, tatsächlich. Das ist ja, ich glaube, es ist auch in Deutschland entstanden, so ein langjährig, über lange Arbeit, eine Art Point and Click, aber mehr narratives Adventure mit, das müsste dann so Stop-Motion-mäßig, es sieht fast schon ein bisschen aus wie so Wachsfiguren, wo Wallace es dann, und Gromit, genau, wo man so eine Art, sagen wir so, Space Janitor oder so spielt und dann in irgendwie so einer Kommune von Erdflüchtlingen unterwegs ist und so sich eine eigene Gesellschaft gebildet hat. Was eigentlich genau mein Schlag von Spiel sein sollte. Ich hatte es mit Simon jetzt hier angespielt und da war aber das Writing so für mich irgendwie nicht wirklich etwas, was meinem Empfinden entsprochen hat, als ob jemand, was weiß ich, hier wäre es noch mal der Typ, der immer die Filme macht, wo alle in der Mitte stehen. Na? Anderson, schieß mich tot. Wes Anderson. Ach so, ja. So, Wes Anderson, aber außerirdischer Wes Anderson, der dann versucht, eine Story für Menschen zu schreiben, sowas ein bisschen. Und da hat's, obwohl alle Versatzstücke drin sind, die mir gefallen würden, hat's irgendwie nicht für mich so richtig geklappt. Bisher habe ich mich da auch noch nicht wieder rangetraut. Okay, wie hieß das Game? Harold Halibut. Ah, okay. Harald Heilbutt. Geil. Genau, wie Gregor gerade erwähnte, gibt es auch einen Let's Play-Part auf dem Rocket Beans Let's Play-Kanal schauen. Ja, das ist fertige Let's Play. Da bleibst du bei dem Part hier. Ja, da bleibst du bei dem. Habt ihr mal reingespielt. Haben wir hier in der Runde große Paper Mario-Fans, außer mir? Ich höre zwei deutliche Ja's. Deshalb werden wir das Thema auch vergleichsweise kurz machen. Fabian hatte bereits vor ein paar Wochen ja schon mal reingeschaut. Jetzt diese Woche kommt Paper Mario, die Legende vom Meerentor, das Remaster des Gamecube-Klassikers, vor 20 Jahren im Original rausgekommen, dann heraus. Fabian hatte ein bisschen schon bereits reingeschaut und euch dann ein paar Sachen vermittelt. Fabian und ich haben auch schon ein bisschen reingespielt. Das sollte auch demnächst als so eine kleine Let's Play-Session dann nochmal online kommen und ich habe jetzt auch noch mal etliche Stunden dann zu Hause investiert als Fan des Originals. Ich mag das erste Paper Mario, das ein paar Jahre vorher fürs N64 rausgekommen ist, sehr, sehr gern. Für mich ist das ein Top 5 RPG-Titel all time. Hammer. Inhaltlich der zweite ein bisschen weiter hinten bei mir, weil er vieles wiederholt hat, was so originell und neu am ersten Teil gewesen ist, aber immer noch ein absolut fantastisches Game. Und das war damals eins der besten Rollenspiele auf dem GameCube gewesen ist, bevor die Paper Mario-Serie dann das Rollenspiel reduziert hat, um andere Elemente nach vorne zu packen. Die neueren Games, zum Beispiel Super Paper Mario auf der Wii war eher ein Jump'n'Run. Wir haben diese Action-Adventure-artigen Games wie The Origami King auf der Switch. Nicht unbedingt schlecht, weil die ein bisschen was anderes probiert haben. Aber das klassische Rollenspiel, das war der letzte Teil, der noch so ein richtig rundenbasiertes Kampfsystem hat und Erfahrungspunkte zum Aufwerten und so weiter und so fort. Ein Spiel, was sich durch seinen Comic- und Cell-Shading-Style super angeboten hat, dass man das auch grafisch nochmal aufwerten kann. Ja. Und jetzt sehen wir gerade hier so ein bisschen Trailer-Footage, wo verschiedene Parts aus dem Spiel gezeigt werden. Wir können den Trailer mal gerne ausmachen, Regie, und mal die andere Footage zeigen, die ich vorbereitet habe. Weil da habe ich mal sowohl das Original als auch die neue Fassung mal gespielt, um mal direkt die Unterschiede dann so dagegen zu packen. Man sieht hier oben links die GameCube-Footage, das Spiel auf dem GameCube natürlich. Das ist mit SD-Auflösung gelaufen. Ich habe es auf Original-Hardware gespielt mit dem HDMI-Out. Das heißt, da die bestmögliche Qualität da gecaptured. Man merkt schon, die ältere Auflösung, da wirkt alles noch mal ein bisschen kantiger hier und da, aber es ist nicht so, dass es unbedingt dann schlecht ausgesehen hat. Was der neue Teil gemacht hat, nicht nur die Texturen überarbeitet, sondern enorm stark an der Lichtengine gearbeitet. Man sieht da vergleichsweise, wenn man in Gebäuden drin ist zum Beispiel und da keine anderen natürlichen Lichtquellen außer ein Fenster ist, was sie oben hingepackt haben, kann es wesentlich dunkler sein. Texturen wurden auch teilweise ersetzt und upgedatet, ist mir auch nur im direkten Vergleich aufgefallen. Man kann es vielleicht so ein bisschen gleichsetzen mit, da gab es ja vor etlichen Jahren mal Wind Waker vom GameCube auf die Wii U umgesetzt.
benutzt. Und da hatten sie den flachen Cell-Shading-Stil mit so einer dynamischen Licht-Engine nochmal ergänzt, als ob du dann diese flachen Figuren eher im richtigen Raum stehen hast. Und das ist hier sehr ähnlich. Ja. Man hat eben sehr viel an den Lichteffekten getan, sehr viel an den Texturen überarbeitet, so ein paar kleine Quality-of-Life-Geschichten. Es war schon ein sehr gut funktionierendes Spiel. Mhm. Aber jetzt hast du nochmal so, was weiß ich, so neue Abkürzungen in der Steuerung, wo du deine Companions auswählen kannst. Das sind dann Leute, die bei dir in der Party sind, mit denen du spezielle Fähigkeiten hast. Vorher musst du ins Menü gehen, jetzt kannst du es über eine Taste machen. Ansonsten aber ist das hauptsächlich visuell abgedatet worden. 16:9 Bildausschnitt und die neue Grafik-Engine, man sieht es, glaube ich, hier auch, wenn man mit dem Vergleich guckt, richtige Schattenwürfe, die es gibt. Und nicht nur die Blobs dann da drunten, Spiegelungen, so, die man unten hat, diffuse Spiegelungen im Wasser und alles drum und dran. 30 Frames statt 60 ist okay, das. Klar. 60 FPS war es auf dem GameCube. Das ist die einzige Konzessionsentscheidung, die man jetzt auf der Switch machen musste. Aber war auch etwas, was ich ein bisschen schade fand, weil gerade auf dem GameCube waren die 60 FPS nochmal ziemlich cool. Ja. Du hattest auch viele Szenen, das sehen wir jetzt, glaube ich, hier. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier in der Footage hier nochmal gecaptured habe. Ich glaube, nicht nochmal direkt. Es gibt ein paar Szenen, wo ganz, ganz enorm viele Sprites auf einen zukommen. Und das sah in dieser 60 FPS-Wuselei ganz geil auf dem GameCube aus. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger, dem zu folgen, wenn dann in 30 FPS so viele Figuren gleichzeitig auf dem Bildschirm drauf sind. Das soll aber auch keine Technikdiskussion per se werden. Das ist, glaube ich, aber das, was interessantest an den Unterschieden zwischen beiden Sachen ist. Und ich würde auf jeden Fall, nachdem es so lange Zeit her ist, dass ich das auf dem GameCube durchgespielt habe, das jetzt auf der Switch dann nochmal machen. Ich habe mich schon arrangiert mit den 30 FPS. Das ist jetzt kein Beinbruch, aber der Rest des Spiels wurde so aufgewertet eben und vor allem nochmal verfügbarer gemacht, dass es auf jeden Fall lohnt, wenn man solche Games mag. Und es ist ein fantastisches RPG, immer noch das auf der Switch zu spielen. Das Original gab es sonst nie als Download-Fassung. Gebrauchtpreise sind jenseits von Gut und Böse, wird man 100, 200 plus Euro mittlerweile dafür los, wenn man es gebraucht holen möchte. Und da wird die Switch-Fassung noch ein bisschen günstiger sein. Also ich bin sehr angetan. Was kostet die Switch-Fassung? Die müsste bei 50 oder 60 liegen. Ich kann noch mal kurz schauen. Auf jeden Fall ein Bruchteil von dem, was... Also das ist ja dann auf jeden Fall... ist das, kannst du ungefähr was über die Länge sagen? 60 Euro ist der offizielle Preis übrigens für... Ach nee, Moment, der hat hier gerade Origami King aufgemacht. Das ist das letzte Spiel, Paper Mario Äonen Tor. Mal sehen, was er mir hier rausschmeißt. Okay, kann er bei Amazon nicht finden, interessant. Vielleicht soll ich Äonen Tor auch richtig schreiben. Ich meine, dass er aber auch schon für 50 gesehen habe. Entschuldigung, kannst du deine Frage noch mal kurz wiederholen? Kannst du ungefähr was über die Länge sagen? Ja, die Länge ist ordentlich umfangreich. Also fürs erste Durchspielen würde ich zwischen 30 und 40 Stunden veranschlagen. Ja, cool. Und als Komplettist kannst du sicher noch ein bisschen mehr reinhängen. Das ist auf jeden Fall um einiges umfangreicher und inhaltlich, also auch nicht, dass so gestreckt ist. Ja. Du kannst einfach viel machen. Es gibt viel Story, die man da erleben kann. Kannst natürlich noch mal dranhängen mit so Sammelkram. Und da gibt es, glaube ich, so einen Riesendungeon mit, waren es 100 Stockwerke, wo man noch mal durchkämpfen kann. Also gibt es so ein bisschen Nebenaktivitäten, wo man so investieren kann. Letztes Jahr gab es ja Super Mario RPG als Neuauflage für die Switch. Und das hat es nach 10 Stunden durch. Hat es auch für 10 Stunden gut funktioniert, aber da kriegst du jetzt ein bisschen mehr fürs Geld. 60 Euro sind es dann für Legende vom Äonen Tor. Finde ich, für das Gebotene ist das schon in Ordnung, auch wenn es ein altes GameCube-Spiel ist. Ich wollte gerade sagen, dann finde ich es aber einen absolut fairen Preis. Also dieses 10 Stunden, das finde ich dann immer ein bisschen kritikwürdig, wenn das dann auch direkt 60 Euro kostet. Aber dafür klingt es super. Und vor allem, wir hatten uns, ich hatte dich schon mal ein paar Sachen zu dem Spiel gefragt, im Spieljahr war es, glaube ich. Und weil eben ich ja generell nicht so tief Mario-Franchise oder überhaupt in Nintendo-Spielen drin bin, aber diesen RPG-Aspekt, den fand ich da schon sehr interessant und wollte mir das unbedingt mal angucken. Jetzt ist es aber ja für mich viel besser und leichter, das wirklich mal nachzuholen. Und meine Switch liegt tatsächlich sehr viel rum. Und ich glaube, ich habe gerade wirklich einen Titel gefunden, wo ich die mal wieder auspacke und mir das mal anschaue. Ja, wenn du noch keinen anderen Paper Mario-Titel gespielt hast, also bei mir kommt, wie gesagt, immer erschwerend hinzu, dass ich so eine gute Erfahrung mit dem ersten auf dem N64 gemacht habe. Diese ganzen Versatzstücke, die drin sind und überraschende Gameplay-Elemente, spielerisch ist eben echt cooles Game. Mit ist jetzt nicht das Anspruchsvollste, aber es hat in den Kämpfen durchaus schon mal ein paar interessante Sachen. Timing-basierte Attacken, dass du nicht einfach nur X drückst zum Kämpfen. Aber jeder Abschnitt, wo du hinkommst, da ist eine innovative Idee, das Gameplay verändert sich immer und es sind ganz überraschende Parts da drin, wo du sagst, ach, das ist wirklich eine nette Idee. Ja. Und das ist eben viel was Paper Mario im ersten und im zweiten Teil ausmacht. Und wenn du so auf Mario-Universum und leicht parodistischen Ansatz und charmant geschriebene Texte und lustige Charaktere dann so Bock hast. Das war immer schon so die schöne Verquickung für mich von
coolem Rollenspiel, aber auch charmanter Parodie, die gleichzeitig dazu gekommen ist. Ich habe jetzt nach den Gebrauchtpreisen hier nochmal geguckt. Wenn, also du kommst ganz günstig damit los, wenn du es für 229,99 dir holen kannst. Ist aber exklusive Versand. Versand nochmal 8 Euro drauf. Und es geht hoch, die Gebrauchtpreise gerade bis 599,90 mit unverbrauchten VIP-Codes, Anleitung und Beilagen. Das waren die Codes, die man so aufrubbeln konnte, um sich da Bonuspunkte zu holen, die nicht mehr einlösbar sind. Super. Absolut berechtigter Preis für 30 Frames mehr, also, muss man mal sagen. Genau, du kriegst 30 Frames. Wenn ich das Spiel nicht schon im Regal hätte, also die 30 Frames, ich meine, es ist 30 mehr als Hellblade 2 hat. Ne? Nee, aber wirklich super Tipp. Und ich muss halt auch sagen, ich mag den Stil, also schon in der alten Version, die wir ja gerade noch mal gesehen haben, dank deines Capture. Aber auch diese tolle Lichtengine wertet das schon noch mal ordentlich auf. Also ich habe gerade wegen des Stils ordentlich Bock da drauf. Vielleicht Switch 2, dann doch 60 FPS. Ne? Dann haben sich alle Probleme in Wohlgefallen aufgelöst. Ja. Ja. Und deutsche Texte, habt ihr auch gesehen, sind ja auch weiterhin vorhanden. Mhm. Ich glaube, die sind hier und da ein bisschen angepasst. Mhm. Nach 20 Jahren hat man wahrscheinlich ein paar Formulierungen, die nochmal adaptiert werden, auch bei einem Paper Mario. Ja, ja, klar. Je nachdem. allerdings, das war damals schon super charmant geschrieben. Mhm. Und check gern das Let's Play aus, da haben Fabian und ich uns ja auch schon mal ein bisschen beömmelt. Cool. Dabei, wo wir es dann nochmal gespielt haben. Kommt am Donnerstag, für alle da draußen. Also nicht jetzt auf den Let's Play-Kanal gehen, am Dienstag oder Mittwoch und sagen, Moment, 23.05. Jetzt hingehen und gerne schon mal warten. Ja, genau. Abonnieren könnt ihr schon mal, aber nicht unter in die Kommentare schreiben, ist dieser Channel Manager von Rocket Beans komplett unfähig, dass er das noch nicht hochgeladen hat. Und es kostet 0 Euro, sich das anzugucken. Ja, ja, genau. Noch. Nein. Noch. Nein, nein, nein. Das wird ist, natürlich kriegt nein, man dann. Unterstützen wir Supporters Club, können wir so machen, ne? Ja, die freiwillige Paywall. Genau, siehst du, ne? Wenn man freiwillig das macht, dann ist es keine Paywall. Ne? Da steht's auch. Benutzt gerne diesen Link, kann man auch innerhalb der Sendung mal machen. Ist vollkommen in Ordnung. Da freut sich auch Fabian, wenn wir es nicht vergessen. Stimmt. Das ist doch nice. Schöne Grüße. Anton, du hattest noch ein anderes Spiel hier mal reingeworfen, aber das hast du, meine ich, nicht selber gespielt, sondern eher, weil es hier produziert wurde, hast du ein bisschen zugeschaut, ne? Ja, ich kann ja diese schöne Perspektive einbringen von jemandem, der Let's Play Sets aufbaut, dann den Leuten dabei zuguckt, wie sie das live spielen, es nachher noch zusammenschneidet und dann hochlädt. Lass uns das mal kurz thematisieren, weil Indica wurde hier produziert auf dem Sender und wir lassen mal den Trailer kurz laufen. Was ist das? Was soll das? Sieht richtig weird aus, das Spiel. Aber ich habe deswegen Bock drauf. Mir ging es exakt genauso. Knoblauch. Als es irgendwie bei uns reingeraten ist in die Rotation, habe ich gesagt, ey, ich kann da leider nicht zu dem Let's Play-Slot, aber ich hätte es eigentlich gerne gemacht. Also wir bewegen eine Nonne, die mit dem Teufel im Bunde ist. Geil. Mhm. Ja, cool. Und das fand ich also auch aus YouTube-Sicht direkt spannend, weil natürlich, dass sich der Videotitel sofort von selber schreibt. Ja. Und der Aufhänger klar ist, warum man sich das vielleicht mal angucken konnte. Also Indica kriegt einen Auftrag. Da sehen wir auch diesen Umschlag, den sie transportieren soll. Gerät auf eine Reise. Und also ich will wirklich nicht zu viel vorwegnehmen, weil die Story ist halt alles in diesem Spiel. Aha. Und relativ schnell wird halt deutlich, sie hat etwas an sich, sie hat dieses Bündnis mit dem Teufel, sie wird vom Teufel verfolgt, der ihr auch so ein bisschen reinredet, der sie so ein bisschen verführen will, der aber auch Denkanstöße bietet, warum sie vielleicht eben nicht an den Werten, die ihr als Nonne mal so frontal vor den Latz geknallt wurden, einfach unhinterfragt festhalten sollte. Es ist ein Spiel, was vor allen Dingen über die Rätsel auch wieder funktioniert, was sehr von seiner Atmosphäre lebt, was auch Passagen mit drin hat, die ziemlich grausam sind. Ja. Also die letzten Part davon, es ist auch als Let's Play mittlerweile vollständig bei RBTV Let's Play Online. Das ist der Fall mit der Räucherlücke, Colin Gable Wortschöpfung. Was sagen die denn aber für GoPros? Ja, das sind aber eher Trailer-Shots. Ach so, okay. Das habe ich jetzt zumindest, ist mir nicht aufgefallen beim Produzieren, beim Durchschneiden. Also es gibt wirklich richtig, richtig grausame Situationen und auch sehr in die Substanz gehende Momente. Und dann bricht das Spiel, und das fand ich eigentlich mit das Coolste an der ganzen Geschichte, es bricht und bringt auf einmal eine ganz andere Gameplay-Mechanik rein. Du hast auf einmal so 2D-Level und irgendwelche kleineren Rätselpassagen, wo sie sich immer so was Kleines überlegt haben, oder wo du mal von oben auf sie drauf guckst, auf Indica, die über so einen Tümpel hüpfen muss oder sowas. Okay, und das symbolisiert natürlich immer auch das, was in ihr gerade vorgeht, und hat eine Verbindung mit dem traumatischen oder dem dramatischen Ereignis, was davor geschehen ist. Ja. Und ich war total überrascht, erstmal von dem Titel selbst, dann wie gut er mir von dem ersten Anblick an gefallen hat und dann letztendlich auch noch, wie sich das irgendwie durch das ganze Spiel durchgetragen hat. Und ich glaube, Colin und Krogi, die haben das nämlich let's played, denen ging es ziemlich ähnlich. Mhm.
Warum habe ich nicht das gespielt und Hellblade 2? Frag ich mich. Ja, ich hatte original gerade den gleichen Gedanken. Aber also da verbinden sich so ein bisschen die Punkte, oder da verbindet sich so ein bisschen das mit der Erwartungshaltung, was ich vorhin gesagt hatte, weil natürlich ist das, es ist auch von einem kleineren Studio, es ist so ein bisschen, schwer zu nehmen vielleicht an manchen Stellen, aber dadurch, dass es halt so überraschend auf einen zukommt, macht es halt Spaß. Wenn du da mit derselben Erwartungshaltung rangehen würdest, oder wenn du schon wissen würdest, was dich genau erwartet, um es mal so rum zu sagen, überhaupt, dann hast du damit andere Probleme. Ich habe mir schon längst auf Empfehlung hier den Inquisitor geholt, dann muss ich daraus mal einen Doppelpack machen. Ja. Blasphemie hoch zwei. Ja. Der Blasphemieabend, ja. Also der perfekt Entwickler, bis Weihnachtsfest. Ja. Ich habe gerade mal geguckt, der Entwickler Oddmeter heißen die, ist offensichtlich wirklich so klein, die haben noch nicht mal eine eigene Website. Also krass, dass die dann aber auch so ein Ding in so einer Optik raushauen, weil die finde ich, fällt auch direkt auf. Ja. Also eben sehr entsättigte Farben, sehr düster, das transportiert es auch schon, aber es sahen ja auch wirklich sehr realistisch aus, also wirklich auch gute Gesichter, krasse Texturen und so. Dann fand ich es aber interessant, eben im Trailer-Footage, wie der Stil aber auch irgendwie bricht, dann mit den Menüs, die aus so einer Pixel-Grafik bestehen. Ja. So. Also ich weiß noch nicht warum und es ist eine gute Entscheidung, aber zumindest schafft dieser Trailer schon mal so, wow, das sieht mega anders als alles aus, was ich bisher gesehen habe. Sehr interessant und eben die Prämisse kannte ich noch gar nicht. Und dieses Nonne, die irgendwie sich mit dem Teufel verbandelt, will ich es fortspielen. Finde ich direkt interessant. Und gerade wenn du sagst, dann kommt auch nochmal irgendwie ein geiler Gameplay-Twist und so. Alles daran, was du gerade gepitcht hast, klingt für mich erstmal super interessant. Und da kann ich auf jeden Fall auch beschwören, dass ich vielleicht nicht morgen spiele, aber irgendwann in diesem Jahr werde ich da nochmal reinschauen und es spielen, weil das hat mich gerade interessiert und ich hab's auf dem Sender auch kurz wahrgenommen und dachte schon, wow, was ist das denn weird, das will ich irgendwie mal spielen. Aber hab's dann irgendwie nicht weiterverfolgt, von daher super, dass du uns hier nochmal davon erzählt hast. Ja, sehr gerne. Also für mich sind exakt die Punkte, die du daran so interessant findest, sind die, die mich auch daran gereizt haben und warum es mir dann auch irgendwie Spaß gemacht hat, das Let's Play zu Ende zu verfolgen. Klar, es ist auch mein Job. Also ich hatte jetzt auch nicht die große Auswahl, aber ich habe es sehr gerne gemacht, irgendwie daran auch zu schnibbeln und so ein bisschen eben mitzubekommen, was auf Indikas Reise alles ist. Schon, okay, die nächsten 2 Stunden werden nicht scheiße. Ich sehe gerade auf Steam's Quest 25 Euro, finde ich jetzt auch nicht super viel. Und wenn du das Let's Play eben geschnitten hast, weißt du ja ungefähr, wie lange haben die gebraucht? Auch? Stunden ging das? Also nur Roundabout. Das müssten so 7, 6,5, 7 glaube ich gewesen sein, aber man kann es, also ich habe auch von bei How Long to Beat von Zeiten gesehen, die gehen bis in die 8 Stunden für Completionist, aber auch 3 bis 4 bei den Leuten, die super spielen. Hier steht für Indica gerade Main Story 4 Stunden, Completionist 5 Stunden. Ja, also es hat sich halt, also dieser Wert verändert sich sehr schnell, weil es haben nicht viele gespielt. Wo sind die Speedruns? Reichen nicht viele das ein bei How Long to Beat. Wo sind die Speedruns? 2 Stunden 30. Und ich bin ich brauche dann 12 Stunden, ich bin der langsamste Spieler aller Zeiten. Ja, ich glaube, wahrscheinlich ist es so mit 6. Okay. Realistisch. Also nicht, weil ich so schlecht bin, sondern weil ich bin so jemand, ich gucke mich immer, selbst wenn das Game schon gesagt hast, in den Ecken findest du hier nichts, gucke ich trotzdem noch in jede Ecke. Ja, okay. Also ich bin so jemand, da könnte ja der Teufel dahinter stecken. Ich möchte die etwas nicht ganz ernst gemeinte Frage stellen, glaubst du kannst dich länger umgucken, als Colin in so einem Let's Play reden kann? Boah, nee, das ist ja. Ja, okay, dann habe ich jetzt ein genaues Bild der Stunden, die ich da drin verbringen werde. Alles klar, danke. Vielleicht bei Colin nochmal verknüpfen, dass er währenddessen Löffelmesser gibt. Mit vollem Mund kann man nicht sich unterhalten. Das ist smart, ja. Man muss ihm nur das Maul stopfen. Ganz easy Kombination. Ja, eine schöne Entdeckung. Also ich habe es mir auch hier mal notiert. Und ja, der Blasphemieabend muss kommen. Ja, wirklich. Fall irgendwann demnächst. Da wird dem Teufel gehuldigt. Wisst ihr, wem wir auch noch huldigen können? Den guten alten Boomern. Denn die shootern auch ganz gerne. Und ich habe ein bisschen was mitgemacht. Ich habe ein bisschen mich im Boomer-Shooter-Bereich wieder umgeschaut. Als Oldschool-Shooter-Fan, dass ich gerne natürlich mal seines Neuauflagen oder alte Games mir dann noch mal angucke. Und ich habe in 2 kleinere Projekte reingeschaut. Das erste heißt Pee Out, Pissed Off, und ist das Remaster eines alten PlayStation- und 3DO-Titels aus den 90ern. Ganz, ganz wildes Ding. Das sind Ärsche mit Beinen, die dich im Weltraum ankacken oder so. Ja. Zumindest habe ich das so interpretiert. War damals ein Konsolenshooter. Ich weiß nicht, ob es auch eine PC-Version gegeben hat, aber ich weiß, dass es so einer der ungewöhnlicheren 3DO-Shooter gewesen ist. Du bist ein Koch, der im Weltraum aufwacht. Der war gerade im Kälteschlaf. Und du bist der Einzige, der aufwacht. Es sind über so Space-Wanzen auf deinem Schiff angekommen. Und irgendwelche Valkyrien und Kängurus und
komischer Matsch, der drum herum ist. Nighthawk Studios haben dieses alte Spiel jetzt nochmal auf modernen Plattformen re-released und es ist scheiße. Ja, geil. Normalerweise auch Nighthawk Studios machen sowieso immer sehr gute Arbeit bei ihren Updates und ich habe nichts an der Arbeit von denen jetzt zu bemäkeln. Ich habe die Good Old Games Version gespielt. Vielleicht ist es von der Natur her, dass es mal hauptsächlich ein Konsolenshooter war. Ich weiß jetzt nicht über eine PC-Version Bescheid, aber es spielte sich nicht gut mit Maus und Tastatur. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich nicht wirklich alles vernünftig in den Blick bekommen kann. Du hattest auch nur einen Toggle für das Laufen. Das heißt also, ich halte normalerweise lieber Shift gedrückt zum Laufen. Hier was immer an- oder ausmachen. Wenn ich es anmache, bin ich viel zu schnell für Sprunganlagen. Wenn ich es auch ausmache, bin ich super langsam. Ich habe die ersten paar Level gespielt. Kein gutes Level-Design. Die Gegner machen nicht Spaß irgendwie. Und es hat mir so ein bisschen leider den Traum zerstört, weil ich dachte immer, oh, das klingt immer nach so einem absolut abgedrehten Spiel für mich. Und ich mag Boomer-Shooter oder klassische Games aus dieser Ära sehr gern. Hatte sehr gute Erfahrungen mit Power Slave Exhumed vor einigen Jahren wieder gemacht, was ich gerne auf der PlayStation und dem Saturn schon mochte. Was jetzt auch von Nighthawk vor einiger Zeit umgesetzt wurde, quasi. Ego-Shooter mit Ägypten-Thematik plus Metroidvania-Ansätzen. Ja. Und solche Entdeckungen sind immer wieder cool, wie man die macht. Finger weg vom P-Out, von dem, was ich bisher beurteilen kann. Mhm. Ja, schade, weil ich habe gerade halt den Trailer gesehen und fand gerade das Gegner-Design so super witzig und hatte ein bisschen gehofft, dass sich das auch spielerisch dann irgendwie trägt und dass man den Joke die ganze Zeit mitnehmen kann. Aber du sagst ja gerade, nee, geht irgendwie dann heute nicht mehr ganz so auf. Also ich habe zumindest nicht so richtig den Zugang gefunden. Ich hatte dann auch nach meiner Session nicht wirklich Bock, da groß weiterzuspielen. Okay. Ich fand es da eher nüchtern. Nichts gegen Nighthawk, aber da gibt es natürlich noch viele andere Ego-Shooter aus der damaligen Ära, die man gerne noch mal angehen könnte. Ich weiß, da steckt eine Lizenz dahinter, aber Alien Trilogy wäre vielleicht mal nett, das mal wieder nach der langen Zeit zu sehen. War damals auch hauptsächlich auf Konsolen eben ein echt guter Shooter gewesen. Aber gut, was soll's, ne? Einen anderen Shooter, den hattest du auch noch mal ins Gespräch gebracht, da habe ich reingeschaut, Mullet Mad Jack. Ah! Habe ich mal ein bisschen reingeschaut, weil ich den Trailer ganz cool fand, den du mir gezeigt hast. Das war auch alles, was ich so gesehen habe und dachte, so geil. Ja. War ja auch nicht ein großer Fan von, muss ich leider zugeben. Wieder mal, ja, das ist richtig Boomer-Shooter, wenn man es so klassifizieren möchte. Also ein Shooter im Style, so ein bisschen Oldschool-Gameplay, aber dafür auch starken Cyberpunk-Settings, Synthwave-Musik und allem drum und dran. Ich fand Look, Feel und sowas wird natürlich auch sau viel zitiert aus den 80ern, dass es so ein bisschen so Akira-Anime-Styling hat. Das Drumherum finde ich ganz cool. Du bist irgendwie in einer Welt, wo ich glaube, dein Leben an Likes hängt und du wirst Roguelike-mäßig in Ego-Shooter-Dungeons geschickt, wo du immer mehr Lebenszeit hinzubekommst, wenn du coole Likes bekommst durch Gegner-Kills und andere Sachen. Okay. Natürlich geht es darum, die Influencer-Prinzessin zu retten, die von einem, was weiß ich, bösen Channel-Manager gedroht wird. Ich weiß, so sind wir drauf. Ich weiß, wir dürfen die Sendung auch nicht überziehen. Ich muss so eine Prinzessin entführen. Wahrscheinlich. Nein, irgend so ein vergleichbarer Beruf, sagen wir so. Auf jeden Fall, die coole Influencerin ist dann weg. Die hat auch 2 Milliarden Follower. Natürlich müssen wir sie deswegen retten. Spiel äußert sich dann so, dass du tatsächlich sehr frenetisch in diese Roguelike-mäßigen Shooter-Korridore reingepackt bist und du musst sehr schnell mit Kurzschlussreaktionen dann gucken, okay, ich krieg noch mal Bonuszeit, indem ich so einen Glory-Kill mache mit einem Messer ins Gesicht. Das sollen auch alles so Roboter sein, deshalb bist du voll cool, dass wenn der weghaut, der Gewaltgrad ist auch dementsprechend ziemlich hoch. Dass du Automaten hast, mit die du dann kicken kannst, wo dann Dosen mit Getränk rauskommen, die dir Bonuszeit geben. Irgendwie, dass du durch Luftschächte rutschen kannst. Sehr, sehr, sehr frenetisch. Ja, also ich habe auch schon hab ein kleines Video zu gemacht und die Leute, die mir in den Comments hatten, auch dann gesagt, oh, ich bin da drin in dem Game und ich finde das absolut geil. Kann ich auch nachvollziehen, wenn man da einmal drin ist. Mir war schon einfach, ich bin nicht in den Tunnel reingekommen. So von wegen, ich jag rein, Moment, ich muss aber auch noch händisch jetzt zielen und den Gegner weghauen. Aber eigentlich habe ich jetzt schon gar keine Lebenszeit mehr, um dann den Game Over. Ich habe es bis zu Level 4 oder 5 geschafft. Alle 10, glaube ich, kommt nochmal ein Boss. Und dann war das ein Roguelite ist. Heißt, es wieder komplett von vorne, bis du die ganze Stufe gemacht hast. Und dann bin ich nicht mehr groß weitergekommen danach. Ich bin okay damit, dass mal ein bisschen was Ungewöhnlicheres probiert wird, so mit den Shootern. Ich wäre bei einem etwas klassischeren besser zurechtgekommen. Du kannst auch einen Modus auswählen, der dann so das Zeitlimit, also nicht mehr, dass es so krass und so weiter ist. Der heißt dann noch Boomer-Shooter-Modus. Wobei du dann eine Energieleiste hast, die auf deinem Handy dann drauf ist und die ist sehr, sehr schnell zu Ende gegangen. Also hätte ich es genauso gut als Roguelike dann spielen können. Okay. Ich bin ein bisschen mehr bei sowas, weil ich weiß nicht, wer von euch Angerfoot mal die Demos gespielt hat. Ja, die Demo habe ich tatsächlich gespielt, ja. Ist immer noch nicht rausgekommen, leider. Ne? Das ist ja auch schon seit 2, 3 Jahren oder so in Arbeit. Angerfoot ist essentiell Hotline Miami in 3D. Genau. Und bei sowas hat mir jede Menge Fun. Ich freue mich sehr auf das Spiel. Ja. Aber das hier war mir schon dann zu wild und ich habe noch nicht den Zugang gefunden. Also mehr, wenn ihr gehobeneren Alters seid,
Vorsicht. Ja, also offensichtlich verlangt einem das alles an Reaktionszeiten ab, die dann wohl im sehr kleinen Millisekundenbereich sind, so wie das von dir gerade klingt. Also, das ist mir auch ein bisschen too much. Die Gewöhnung vielleicht, ne? Ja. Wenn du dich dran gewöhnt hast, dann ist so dieses aus dem Augenwinkel Sachen erkennen und instinktiv Muscle Memory oder sowas hat sich bei mir natürlich noch nicht gebildet. Mhm. Aber ich war jetzt auch nicht so von dem Spiel eingenommen, dass ich diese Muscle Memory aufbauen möchte und wieder meines natürlichen Alters mit dem Spiel arbeite. Hast du Ghost Runner 1 oder 2 gespielt? Nein. Weil das war auch ja sehr, sehr flott. Und da hattest du aber genau, das ist so nach ein paar Leveln eingetreten, dass man dieses so, okay, peripher sehe ich da schon den Gegner und langsam ist es irgendwie in der Master Memory, wie ich dann reagiere. Aber selbst das war mir stellenweise, also ich musste sehr, sehr viele Versuche machen. Und es hat auch noch so eine miese Komponente, dass es mit deinen Steam-Freunden nicht in so einen Vergleich gegeben. Und Wirt war immer irgendwie über mir und das hat mich jedes Mal getriggert. Aber das war auch schon ein Ticken zu schnell, aber es war gut designt und deswegen bin ich dran geblieben. Und ja, wer weiß, ob ich da dranbleiben würde oder ob das genau die Ecke auch für mich zu schnell und zu knackig wäre. Ja. Also rein nach dem, was ich jetzt ja auch mir vom Trailer zusammengebastelt hatte, habe ich gedacht, Hammer, du kommst da halt in so eine Orgie rein, mehr oder weniger. Ne? Du läufst durch die Level und es ist alles bunt und knallig und überdreht und du fühlst dich einfach fantastisch und das Spiel belohnt dich so ein bisschen für dein Überlegenheitsgefühl und baut das noch weiter aus. Und wenn das sich nicht einstellt, würde für mich, glaube ich, auch schnell wegbrechen, warum ich an so einem Spiel motiviert rangehen könnte. Ja. Weil ich möchte ja so ein bisschen dieses Style over Substance dann auch genießen und wenn ich dann wenn es sich nicht einstellt, also ist jetzt meine persönliche Sicht auf so auf das Genre halt eigentlich auch ehrlicherweise ein Stück weit, dann bin ich halt auch leider schnell raus. Man darf gerne experimentieren, auch im Bereich. Also das hat sich ja jetzt wirklich als Begriff eingebürgert für Oldschool-Style, 90er-Look, sagen wir mal, Shooter, wo du dann nicht unbedingt freien Mauslook brauchst, aber kannst natürlich gerne machen. Vielleicht auch mal 80s oder 90s-Elemente mit drin. Ich bin da mehr in Spielen aufgegangen, da gab es ja diesen Warhammer-Shooter. Nuts and Bolts wollte ich fast schon sagen, aber das ist Banjo-Kazooie, glaube ich. Irgendwas mit Warhammer, Bolt, Gun, Schieß mich du. Das fand ich ganz cool zum Beispiel. Das hat mir Spaß gemacht. Proteus gab es vor einiger Zeit, was auch so ein hyperbrutaler Space-Shooter dann ist. Ich bin eher der Typ, gib mir lieber ein Doom 2016 als ein Call of Duty. Dann spiele ich lieber solche Sachen in der Art. Ja, und deshalb bei den beiden jetzt hier hat es leider nicht ganz so gezündet bei mir. Mhm. Ja, schade. Persönlich. Muss ich sagen. Boom or bust, bust. Bust, je nachdem. ein paar Minütchen haben wir noch und wie gesagt, ich hatte ja eigentlich so ein übergreifendes Thema damit gebracht. Mhm. Ich wollte ein bisschen über Spaß an Horror-Games mit euch quatschen. Und ich will mal einleiten dazu zeigen, weil wir haben hier sehr unterschiedliche Typen, was den Zugang an Horror-Games angeht. Das stimmt. Walle, du hattest vor einiger Zeit ja bei unserer Herzschlag-Challenge gemacht, wo es darum ging, Resident Evil 4 unter erschwerten Bedingungen zu spielen. Und für die Leute, die das nicht gesehen haben, hier ist ein kleiner Clip. Oh Gott. Hat sie sich nicht? Normalerweise. Doch, die hören das. Nein, du sprichst darüber. R1. Ich will dich kämpfen. Okay, jetzt. Ah, da kommt der nächste. Boah, Gott sei Dank vorbeigeglitscht. Wir sind auf 75. Ich glaube, das wird sich gleich sehr stark ändern. Hier. Ja, jetzt fängt wirklich die Panik an und dann kommen immer mehr und mehr. Also, ich tippe, dass er über 100 kommt. Würde mich wundern. Ja, 100%. Oh, der kommt aber schnell, ne? Der hat aber sehr schnell den Kettensieg. Er hat ihn sehr schnell getriggert. Auch der Moment ist toll. Also ich weiß mich nicht, jetzt gerade sogar kurz so erschrocken, als da was runtergefallen ist. Also ich weiß nicht, wer diese Personen sind, die einfach sich über deine Angst kaputt lachen. Ja, Schweine. Ich distanziere mich vor diesen Personen und das ist pfui. Sowas macht man nicht. Aber ich kann mich doch erinnern, weil als wir diese Herzschlag-Challenge gemacht haben, dass wir explizit nach Leuten gesucht haben, die nicht eben die klassischen Horror-Gamer sind. Mhm. Wir haben natürlich relativ viele hier. Anton, du auch wenn du dann natürlich die Challenge hier managst. Ab und zu befüllst du sie dann auch mal, speziell auch mit Horror-Content. Waren es Dead Space Speedruns oder was hattest du gemacht? Ich hatte Dead Space auf unmöglich durchgespielt. Das ist unmöglich. Das war so 2021 oder sowas. Ja, 4-5 Sessions. Hat gut geklappt, doch. Unter 50 Toten geblieben. Okay, ein relativ anderer Ansatz, aber Walle, du bist dazu gekommen, weil wir Leute gesucht haben, die eben nicht so die Vorerfahrungen mit Horrorspielen haben, weil sie nicht gerne spielen oder dementsprechend da nicht so den Spaß da herausziehen. Und da wir sehr unterschiedliche Typen haben, wollte ich einmal zur Diskussion stellen. Ich habe auch ein bisschen Trailermaterial aus verschiedenen Horrorspielen rausgesucht, damit wir auch mal ein bisschen die richtige Atmo hier
haben. Wir haben jetzt keine Clips, wie ihr beim Horrorspielen ausseht. Ich kann dir zum Beispiel sagen, ich beim Horrorspielen, ich erschrecke mich nicht mehr, außer wenn es dann irgendwelche tatsächlich Jumpscares sind, die bewusst dann laute Soundeffekte oder so machen. Weil das ist was, ich hatte früher ein sehr großes Problem mit Horrorspielen. Ich mag eigentlich Horrorfilme oder sowas ganz gerne, aber so als Teenager zu Resident Evil 1 Zeiten zum Beispiel, ich konnte Resident Evil 1 nicht lange spielen, weil das so eine bedrückende Atmosphäre war und vor allem auch, sobald ich das Schicksal der Figur selbst unter Kontrolle hatte, die Figur selber durch die Locations das steuere, war das ganz anders als bei einem Film zuzuschauen. Ich musste da abschalten immer wieder. Mittlerweile habe ich das komplett abgelegt und kann den Spaß daraus nehmen. Wie ist es bei dir? Du spielst nicht Privat-Horror-Games? Ja, mittlerweile dann doch ein bisschen häufiger, nur halt nicht jedes. Ich kann es vielleicht ganz gut so trennen. Ich bin offensichtlich ein sehr schreckhafter Mensch, wie man da gerade gesehen hat, wenn irgendwie was von der Decke fällt. Auch wenn das jetzt passieren würde, ohne dass wir jetzt über Horror reden würden oder was sehen würden, würde ich mich auch krass erschrecken. Kurze Anekdote, ich war letztens mit meiner Partnerin an den Landungsbrücken und wir saßen und haben da ein Brötchen gegessen und da fahren ja Schiffe mal in der Entfernung vorbei und tuten mal. Aber das war direkt am Steg laut losgetutet und wir haben ja gestern was drüber geredet und sie lacht sich zu Recht auch komplett kaputt, weil ich habe, wie als würde man mir gerade ein Messer in den Rücken stechen, lauthals geschrien. Also da waren nur Touris, alle haben sich bestimmt so ein bisschen erschrocken, aber ich habe wirklich gemacht, weil ich durch dieses Tuten irgendwas und mein Herz tat danach wirklich ein bisschen weh. Das heißt, für mich sind vor allem Jumpscares das Problem. So Survival-Horror-Elemente, wenn die so atmosphärisch kommen und so, damit wurde ich in den letzten Jahren durchaus etwas wärmer. Gerade Alan Wake habe ich heute schon angesprochen, hatte ich eine sehr gute Zeit mit Alan Wake 2, hatte eine Einstellung, dass du die Jumpscares abschwächen konntest, dass die eben nicht so reingehauen habe. Die gab's und die hat mir diese Spielerfahrung einfach toll gemacht, weil ich habe mich durchaus ein bisschen gegruselt und ich stelle auch gerade fest, ich mag das schon doch ein bisschen mehr, als ich dachte. Ich mag es nur nicht, mein Herz hüpfen zu lassen und mich wirklich bis ins Mark erschrecken zu lassen. Das ist interessant. Ich glaube, da müssen wir gleich nochmal differenzieren. Ja. Was ist Angst und was ist sich erschrecken? Genau. Ja? Sobald du hast dich jetzt nicht erschrocken oder hast dann entsprechend, weil du wirklich richtige Angst gespürt hast, sondern es war mehr eine Panikreaktion durch, verursacht eben, wie gerne das getriggert wird durch Filme oder Spiele. Alan Wake 2 insbesondere eben durch, auf einmal erscheinen dann wirklich diese Jumpscare-Schnittbilder direkt mitten im Spiel vor dem Gesicht, was auch nicht gut durchdacht ist, muss ich sagen, weil Jumpscares sind keine richtigen Schrecken. Dann da. Wie ist es bei dir, Anton? Ich glaube, du hast wahrscheinlich weniger Probleme mit beiden Arten, oder? Ist es eher so Jumpscares lieber nicht? Also ich hatte auch mal Probleme mit beiden Arten. Ich erinnere mich an zwei kleine Geschichten. Das eine war mal bei Outlast, was ja so ein sehr Jumpscare-intensiv ist. Eines der Jumpscare-intensivsten Spiele, die ich je durchgespielt habe. Und das habe ich, da habe ich auch gedacht, ich bin ja schon cool, ich kenne ja schon einige Horror-Games. Und dann kommt relativ zu Beginn so eine Stelle, das ist, glaube ich, wirklich die erste Schrecksekunde des Spiels. Ich will sie jetzt nicht vorwegnehmen, aber ich glaube, ihr habt es beide mal gespielt. Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Und ich habe plötzlich gemerkt, ich kann diesen Raum nicht betreten. Und also ich war wirklich starr vor purer Panik. Und habe das Spiel dann auch jahrelang nicht mehr angefasst. Und dann hatte ich beim ersten Mal Dead Space spielen, wir sehen gerade den Trailer vom Remake, es war eines meiner ersten Horror-Games, da habe ich mich auch noch richtig so rantasten müssen, weil dieser Schrecken vor dem Schrecken, der vielleicht kommen könnte, der hat mir am Anfang schon sehr zugesetzt. Aber was Horror-Games halt mit sich bringen, und deswegen spiele ich sie auch so gerne und habe mich da auch so mit warm gezockt, sie sind eigentlich immer sehr atmosphärische und storyfokussierte Titel. Zumindest die ich in meinem Leben gespielt habe. Gerade das Letztere gilt für manche mehr, für manches auch weniger. Aber das sind Elemente, die mir bei Videospielen einfach wahnsinnig wichtig sind. Also ich glaube, gerade so eine sehr dichte Atmosphäre holt mich eigentlich immer ab. Mhm. Egal wie hanebüchen schlecht teilweise die Gameplay-Mechaniken sind, die sowas hat. Und Horror-Games bieten mir das halt eigentlich in aller Regel. Und so ist meine Liebe zu diesem Genre auch entstanden. Und mittlerweile bin ich froh, wenn sich so ein Gruselgefühl noch einstellt, also so eine Unsicherheit. Und ich stress mich auch gerne manchmal mit Horrorgames, Stichwort auf unmöglich Runs. Also schlimmes, vor allem, weil meine schlimmste Erfahrung war schon Dead Space 2 Hardcore-Modus, also 15 Stunden oder 10 Stunden, dreimal speichern und wenn du stirbst, musst du zum letzten Savepunkt zurück. Da geht dir ordentlich die Düse, wenn du plötzlich mit wenig Leben 15 Gegner vor dir hast. Ja, klar, ja. Aber ich lieb's halt auch so ein bisschen. Faszinierend. Und bring mich damit irgendwie auch immer weiter immer weiter und immer weiter in dieses Genre mit rein. Ich lieb's mich dann auch so ein bisschen dafür zu belohnen, wenn ich es halt irgendwann hinbekommen habe, dieses Spiel auf Hardcore durchzuspielen oder so. Ja, dieses
Angst vor der Angst haben, was du dann erwähnt hast. Ich spüre sowas nicht bei Spielen. Das ist eher, das klingt für mich fast eher, das klingt so klassisch nach Angststörung oder sowas, wo man es eher auf andere Bereiche nochmal anwenden kann. Das wird zum Glück bei Spielen nicht ausgelöst, bei mir mittlerweile mehr. Und ich spiele diese Spiele auch nicht wirklich, um mich dann so groß mehr zu gruseln oder einfach dieses Gefühl von Angst vielleicht, was man nicht, vielleicht ist es auch so ein Urinstinkt, der nicht mehr so abgerufen werden kann in einer Gesellschaft, wo du ein Dach über dem Kopf hast und weißt, wo deine nächste Mahlzeit oder sowas daherkommst, dann holst du dir nochmal diesen Urinstinkt dann in Form von Unterhaltungsmedien, ob es Filme oder Spiele sind, ab. Vielleicht spielt sowas ja dann nochmal rein. Nachdem ich meine Videospielangst abgelegt habe, zumindest von solchen Spielen, dass zum Glück ist die Grafik mittlerweile dann auch bei den alten Spielen nicht mehr so krass, bei den neuen Spielen schon, aber mittlerweile kann ich die mehr als atmosphärische Puzzle- und Adventure-Games dann mitnehmen. Ich spiele dann auch lieber wirklich eher die Survival-Horror-Dinger, muss ich sagen, wo du mal nachdenken musst, ein bisschen planen musst. Wir sehen gerade so ein bisschen, okay, das ist nicht unbedingt dann der klassische Survival-Horror mit Dead Island 2, aber das hat mich dann so in Beschlag genommen, dass ich, glaube ich, am Ende auch über 20.000 Zombies oder sowas dann fertig. Also ich habe alles geholt im Spiel, was man holen kann. Boah. Die DLCs habe ich aber noch nicht gemacht. Ich muss dann irgendwelche Ansätze da finden. Ne? Aber ist das Horror? Es ist schwierig, an sich schon. Da sind ja, es wird mit Horrorelementen und vor allem, was du heute grafisch mit dieser Darstellung machen kannst, Horror oder Splatter. Deshalb die Differenzierung. Was ist Angst? Was ist Schrecken? Was ist Horror? Genau, was ist Grusel? Oder ist es einfach eine Verpackung für andere Spiele, die einfach das vielleicht noch mal ein bisschen erwachsener wirken lässt? Ne? Damit du sagen kannst, okay, wenn du das exakt gleiche Spiel wie Dead Island 2 hättest, nur statt Zombies, wenn da große Bunny-Häschen, die dann da rumlaufen und denen musst du die Backe knuddeln oder so. Würde eigentlich genauso gut funktionieren, aber die Verpackung ist nicht mehr die richtige. Das stimmt, aber ganz kurz nur zu dieser Frage, ist das Horror, weil das ist ja doch recht ein recht helles und buntes Spiel, was eben, also klar, es ist immer noch explizit und hat viele Splatter-Elemente und so, aber dadurch kommt für mich immer schnell weniger die Angst drüber, als wenn du halt wirklich in so dunklen, beklemmenden Gängen bist. Also bei Hellblade hatten wir auch diese Höhlenszenen, die fand ich jetzt zwar auch nicht wirklich schlimm, aber trotzdem hatte ich ein beklemmendes Gefühl. Alan Wake 2 hatte für mich auch in diesen, im Dark Place, in diesen U-Bahn-Schächten und so, hatte auch sehr beklemmende Gefühle. So, das ist für mich das viel, die viel echtere Angst, als wenn sozusagen drei sehr schlimm aussehende Zombies auf mich zukommen. Kann vielleicht, bei jeder Person hat es, denke ich mal, auch damit zu tun, welche eigenen Rezeptoren werden angesprochen davon. Ne? Wenn bei dir Dunkelheit sowas auslöst, ist es natürlich dann umso stärker, dass solche Parts bei dir wirken. Stimmt. Alan Wake 2 ist ja auch so ein Spiel, was so dir bewusst deine Wahrnehmung nicht nur durch die Jumpscares, sondern einfach, du hast überall diese Schleiereffekte und mal wird von der einen in die andere Perspektive gehauen. Mhm. Also du kannst dich nie wirklich darauf verlassen, wo du gerade bist, und diese Desorientierung kommt nochmal dazu. Im Hellen kann das für mich auch funktionieren, weil ich ja eher mehr so ein Stimmungstyp bin. Das ist natürlich eine ganz andere Art von Grundstimmung, als wenn du die Nacht hast und dann brennt irgendwo was, dann kommen die Zombies. Da ist es aber so dieses unausweichliche aus klassischen Zombie-Filmen, was dazu kommt. Ne? Dead Island, wenn man das nochmal hier so in den Kontext setzen möchte, ist ja mehr fast schon ein Wortspiel, so von wegen. Yeah. Weil so, es spielt ja, der zweite Teil spielt ja nicht auf einer Insel. Aber du bist quasi wie auf einer Insel, nur das Meer besteht aus Zombies. Ne? Und dementsprechend so, deshalb sind die langsamen Zombies ja auch für viele nochmal gruseliger als die schnellen, die dann hinterherlaufen. Weil es ist dieses Unausweichliche, was dann kommen kann. Das kann eine ganz andere morbide Grundstimmung erzeugen, als wenn du jetzt so ein Horror-Action-Game hast wie Resident Evil, wo du auch in einer Machtrolle sowieso immer bist. Ne? In den meisten Fällen bist du ein ausgebildeter Marine und hast dann deine super Spezial-Shotguns und deine Kicks und Powerbombs und was auch immer du dann machen kannst. Wenn es dann eher wirkt, ich weiß nicht, ob ihr mal Siren gespielt habt auf PS2 oder PS3. Nee. Es ist eins so dieser typischen Outlast-Vorläufer, sagen wir es mal so, wo es mehr darum geht, Normalos, die sich verstecken, weil dann so die mutierten Zombies, oder ich glaube Shibitos hießen, da mit japanischer Mythologie irgendwie so zusammenhängt. Und das hatte so ein Element, wenn du dich versteckst, kannst du dann aber so, der Bildschirm wird geteilt und du siehst aus der Perspektive des Monsters oder des Zombies, wie es dein Versteck dann sucht. Und dann sehe ich dann so oft, oh, ich hoffe, ich wackel jetzt nicht mit dem Ganzen. Wie bei Deadly Premonition. So ein kleines bisschen. Es gab dann eine Szene zum Beispiel, das ist die letzte, bei der ich mich noch richtig gegruselt hatte, ist aber jetzt auch schon 15 Jahre her, bei dem Videospiel, bei der PS3-Ausgabe von Siren New Blood, glaube ich, hieß es, gibt es einen Abschnitt, wo du durch ein Krankenhaus voller so Zombie-Krankenschwester durch ist, andere als bei Silent Hill. Du bist so ein kleines, schutzloses Mädchen. Ne? Und das hat es für mich dann auch noch mal, da habe ich noch mal richtig so eine Anspannung gespielt, vielleicht dieses Reinversetzen in die Figur. Weil in den meisten Fällen nehme ich das eher als Atmo und ich will mich den Puzzles
gerne ergeben. Und da ich die Horrorfilme auch mag, lass es schön dann bei Videospielen auch schön mal Gore dann da stattfinden. Er kann ich viel besser akzeptieren als bei Filmen selber. Ja, spannend. Die Frage, die ich gerade noch stellen wollte, wir sprechen über Survival-Horror. Und da fallen mir direkt zwei Beispiele ein, die für mich so eine Diskrepanz in dem Genre mit reinbringen. Wobei man bei dem einen schon fast diskutieren kann, ob es überhaupt noch Survival-Horror ist. Und zwar hast du ja einen Outlast, wo du nur wegrennen kannst. Mhm. Aber du musst trotzdem irgendwie ein paar Ressourcen sammeln, damit du deine Taschenlampe noch betreiben kannst. Und du hast natürlich einen Resident Evil, einen Dead Space oder einen Alan Wake, wo du ja wirklich auch aktiv gegen Monster vorgehen kannst. Mhm. Und natürlich gibt es bei dem einen und bei dem anderen Aspekt irgendwie Spiele, die ich toll finde. Aber und wahrscheinlich geht's euch ganz genauso. Aber ich wollte einmal wissen, wie ihr so dazu steht, ob ihr eher gern aktiv seid in Horrorspielen und oder ob ihr Horror auf diese ich bin wehrlos Art intensiver und vielleicht deswegen auch ein Stück weit besser findet. Macht oder Opferrolle eben. Ja, so ein bisschen, ja. Ja, ne, was zum Element kommt. Ich kann solche Opfer, wo du als Opfer in dem Spiel bist, nicht zu lange oder zu viel davon spielen, weil ich find's dann ermüdend und anstrengend. Muss ich sagen, wenn es dann irgendwie so ist, ich hatte sehr viel im Indie-Bereich, macht das ja auch dann so zu Ego-Perspektive und dann hast du das unbesiegbare Monster. Ich denke an sowas wie Made of Scare und wie die da alle heißen, was so auf walisischen Mythologien beruht. Und das Spiel war aber so schlecht gebalanced, dass du sofort von den Monstern gefunden wurdest und die dich dann gehört haben, wenn du drumherum geschlichen bist. Mhm. Und da ist es natürlich wesentlich befriedigender, wenn du in der aktiven Ich-schlacht-jetzt-Monster-Rolle dann hast. Und dann geht's eher in Richtung Splatterfilm. Das andere ist atmosphärischer. Aber ist etwas, was zum Beispiel ich nicht. Das ist nicht das entspannte, ich mach mal Hellblade 2 und hab mal Spaß für den Nachmittag, ne? Sondern ich muss mich da auch mal vorbereiten. Das Spiel muss mir mehr mit Storytelling und Atmo und Inhalt bieten, damit ich mir auf dieses unangenehme Spiel dann einlasse. Mhm. Ja, also bei mir ist es auf jeden Fall, das Wehrlose finde ich schlimmer, aber daran bin ich deswegen auch weniger interessiert, weil ich eben diese ganz extreme Erfahrung suche ich eben nach wie vor nicht, weil mir das irgendwie zu nahe geht. Das, wo man sich verteidigen kann, da kann ich dann eben abwägen, okay, das Spiel hat genug, was aber neben des Horroraspekts mich auch noch interessiert, wie vielleicht eine gute Story, die das Ganze auch noch irgendwie nice einordnet oder so, oder eben ein cooles Kampfsystem, whatever, dass ich dann sage, nee, das brauche ich aber schon als Voraussetzung irgendwie so ein bisschen, dass ich einen Charakter habe, der sich wehren kann. Und deswegen, ich glaube, bei Outlast konnte man sich sehr wenig wehren. Und deswegen finde ich das auch eins der schlimmsten Horrorspiele, die ich hier gespielt habe. Weil das habe ich tatsächlich selber gespielt. Und das war so eine Situation, das ist ja auch schon ewig alt, ne? Das ist ja, glaube ich, älter jetzt als 10 Jahre bestimmt oder so. Ja. Ordentlich alt. Und dementsprechend war ich noch unter 20 und habe das mit einem Kumpel, wollten es in einer Session durchspielen. Das war wirklich diese Situation, dass wir gesagt haben, so, wir haben immer gesagt, jeder spielt eine Stunde und dann wechseln wir uns ab. Dann so wirklich genau die Uhr nachgestellt. Und dann so, ey, mal, die Stunde ist vorbei, du bist dran. So, ey, nee, du kannst noch ein bisschen. Bleib doch also, noch. Genau, also wirklich so diese Nummer, keiner wollte eigentlich, was, ja, was wirklich eigentlich gezeigt hat, boah, das war uns beiden zu krass. Aber da war eben das Coole, das uns schon aber dann ab einem gewissen Punkt auch gepackt hat. Aber was ist da los? So, warum sind wir da? Was steckt da irgendwie dahinter? Deswegen hat uns dann das genügend motiviert, um irgendwo dran zu bleiben. Aber das war wirklich eins der seltenen Beispiele, weil das ist ja eben wirklich dieser Klassiker der absolut wehrlosen Perspektive. Ja. Ja. Und puh, ehrlich gesagt, suche ich in meiner Freizeit diese Perspektive sehr selten. Nimm dann Spiele, die das mischen. Du hast Dead Space erwähnt, da gibt es ja auch dann Abschnitte. Ja. Du hast den größten Teil des Spiels bei manchen dieser Games, wo du dann in der aktiven Rolle, in der Action-Rolle bist, wobei du natürlich immer größere Monster und dann hast du nur deinen Bolt-Cutter und was auch immer du da benutzen kannst, um die dann auseinanderzunehmen. Dead Space ist so ein gutes Spiel. Aber dann kommen dann die Abschnitte, oh, das unzerstörbare Monster, wo du flüchten musst. Und das finde ich schwieriger, als wenn du nur bei Outlast drin bist, wo ich weiß schon, dass ich nicht auf den falschen Zweig treten darf. Ansonsten ist dann wieder der Jumpscare. VR mit Horror. Will ich noch mal ganz kurz reinwerfen. Wir sind hier auch dann gleich durch. Aber ich habe Resident Evil 7 in VR durchgespielt. Ein ganz, ganz intensives Erlebnis würde ich mir auch erhoffen für weitere solche Games. Einfach geil, wie immersiv du dann dabei da sein kannst. Und für das andere Spiel kam VR leider zu spät, weil es erst nachträglich reingekommen ist. Aber an sich müsste man auch Alien Isolation dann in VR einmal spielen. Oh, weil das ist auch so schon mal, da ist wirklich die Anspannung aber wirklich enorm mit dem KI-gesteuerten Alien auch.
Das ist, also ich habe es nicht durchgespielt, Isolation, und zwar aus dem Horror-Aspekt. Also ich fand es super, es hat auch top funktioniert. Ich war sehr interessiert daran, weil ich das Alien-Franchise mag und eben cool fand, dass man da mal auf so einer gesamten Station unterwegs sein kann. Aber irgendwann hat mich genau diese Anspannung zu sehr fertig gemacht. Ich habe es dann noch in einem Let's Play zu Ende geguckt, weil das eben weniger schlimm war, als selber die Person zu sein, die da irgendwie entkommen muss oder eben nicht entdeckt werden darf. Jetzt wollte ich noch was, genau, ich frage mich aber auch immer, warum, also weil die meisten in meinem Umfeld können eben dem Horror-Genre sowohl bei Filmen als auch bei Spielen eben doch ordentlich was abgewinnen. Und ich frage mich immer so ein bisschen, woran liegt das bei mir? Bin ich einfach eine zu zart beseitete Seele und zu sensibel oder so? Könnte auch sein. Gibt es auch andere Indizien in meinem Leben für. Aber ich glaube, es ist ein bisschen, dass ich auch früh in der Kindheit mich ein bisschen geschädigt habe, dadurch, dass ich vielleicht auch einige Sachen mich zu früh mit konfrontiert habe. Und zwar erinnere ich mich noch, so mit 13, 14 habe ich eben Half-Life 2 gespielt, da hat mich Ravenholme doch sehr gepackt. Mhm. Ist aber jetzt aus heutiger Perspektive, würde ich sagen, gar nicht mehr eins der heftigsten Beispiele. Aber auch Doom 3. Und Doom 3 ist ja eins von der Doom-Serie, was sehr anders ist als die anderen Doom-Spiele und eben deswegen damals auch von vielen kritisiert wurde. So, ey, das geht viel mehr in diese Horror-Richtung und viel weniger in die schöne eben Boomer-Shooter-Richtung. Aber die Horror-Nummer war eben sehr krass in Doom 3. Und die habe ich eben mit 13 viel zu früh erlebt. Und da, ja, hatte ich dann auch wirklich noch 5 Jahre später manchmal so kleine Angstflashes oder so kleine Albträume. Und deswegen ist meine Theorie, ja, das hat es mir vielleicht ein bisschen kaputt gemacht. Vielleicht sind diese Altersfreigaben gerade bei diesem Genre gar nicht so falsch und sollten doch für das eigene Kind unbedingt beachtet werden. Ja, du brauchst noch ein paar Jahre, um drüber hinwegzukommen. Ja, genau. Ja. Aber ich wachse gerade rein. Bei mir hat es früher dann stattgefunden. Ich habe ja mit 5 Stunden Splatter-Filme dann sehen dürfen oder können, weil in Griechenland einfach alles gelaufen ist damals. Aber vielleicht hatte ich das wiederum perfekt abgehärtet. Ja, ja. Ich habe meine Angstphase schon vorher gehabt. Ja, genau. Bin ich dann schon. Und dann bei Horrorspielen dann drüber. Ich danke euch für diese ein bisschen andere Off-Topic-Diskussion. Sehr schöne Diskussion. Mal hatten. Wir können das gerne auch nochmal bei anderer Gelegenheit dann weiterführen. Ihr könnt in den Comments euch auch mal gerne nicht nur über das Thema auslassen, sondern insbesondere was Hellblade 2 angeht, die anderen Spiele, die wir angesprochen haben, was ist gerne mit dem Elden Ring Trailer. Und ja, wir bedanken uns wie immer bei euch fürs Zuschauen und Zuhören. Ab nächster Woche ist Papa Fabian dann wieder aller Wahrscheinlichkeit nach hier und kann das dann von uns übernehmen. Ihr sagt nicht Bescheid, dass wir den halben Tank leer gefahren haben. Ne? Super, dann Anton, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für die Einladung, Gregor. Ja, Walle, danke für deine Zeit und deine Gedanken zu Hellblade 2. Danke für die Einladung. Und wir sagen Tschüss und bis dann. Ciao, Leute.